So, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur vierten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Steht oben und unten steht es heute in sechsten Sitzung. Was haben wir denn, die vierte oder die sechste? Die sechste. Also die sechste Sitzung begrüße sehr herzlich. Im Handblatt sind zwei unterschiedliche Zahlen. Begrüße sehr herzlich Herrn Senator Schwarz, live aus der Abendschau wieder zurück. Herzlich willkommen. Und Herrn Staatssekretär Schopf und Herrn Staatssekretär Biel, auch beide hier anwesend. So, wir haben Live-Übertragung. Einmal ist der eine oder andere Abgeordnete zugeschaltet. Und dann gibt es auch wieder die Übertragung in den Multivisionsraum für die Medienvertreter und Medienvertreter. Ich unterstelle mal, dass das klappt, weil sonst kriege ich wahrscheinlich wieder relativ schnell eine SMS. Das wird mir aber signalisiert, dass die Übertragung entsprechend klappt. So, die Sitzung wird außerdem live auf der Website des Abgeordnetenhauses übertragen und so, dass ich alle Zuschauer und Zuhörer hiermit herzlich begrüße. Und ich darf feststellen, dass Sie alle mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bildtonaufnahmen der Presse, einverstanden sind. Das ist der Fall. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Dann kommen wir zum berühmten Thema Lüftungspause. Wir müssen nach 2 Stunden, also wäre das ungefähr 16 Uhr, eine Lüftungspause von 15 Minuten durchführen. Bitte verlassen Sie dann den Sitzungsraum und kommen pünktlich wieder zurück. Vielen Dank schon mal vorab. So, Ihnen liegt die Tagesordnung vor und die Einladung vom 31. März. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung, aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurde folgende schriftliche Frage eingereicht, und zwar von der Fraktion der SPD. Die darf ich dann selber als Sprecher hier vortragen. Wie bewertet der Senat die laut Zeitungsberichten und Umfrageergebnissen drastisch zurückgehenden Besucherströme und Umsätze und das gescheiterte Projekt der autofreien Viertelstraße in Bezug auf den Wirtschaftsstandort City Ost? Und welche Maßnahmen will der Senat insbesondere für die Gewerbetreibenden einleiten, um sinkende Umsätze des Einzelhandels und das Ladensterben abzuwenden, die Friedrichstraße als Wirtschaftsstandort wieder zu beleben und die Fortsetzung des Projekts und die Ausweitung auf Nebenstraßen zu verhindern? Herr Senator Schwarz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Solange der offizielle Abschlussbericht zum Projekt Flaniermeile Friedrichstraße seitens der zuständigen Verkehrsverwaltung und dem Bezirksamt Mitte noch nicht vorliegt, kann über den tatsächlichen Erfolg des Projektes keine Einschätzung abgegeben werden. Richtig ist aber, dass auch wenn die Vorgängerregierung gemeinsam mit dem Bezirk Mitte von Berlin bereits im Vorfeld des Projektes Gespräche mit Anrainern, Immobilieneigentümern und Verbänden zu den verschiedenen Bedarfen geführt hat, dies im Ergebnis, glaube ich, noch nicht ausreichend ist. Nicht zuletzt liegt das natürlich auch an der sehr komplizierten und heterogenen Anrainerstruktur vor Ort. Zudem teile ich die Ansicht, dass für eine Weiterentwicklung der Friedrichstraße neben der Anrainer- und Anrainerinnenbeteiligung auch die wirtschaftlichen Auswirkungen des Verkehrsversuchs, es ist ja ein Pilotprojekt, erhoben und auch berücksichtigt werden müssen. Auch wenn die Pandemie mit ihren Einschränkungen das in den letzten Jahren zwar deutlich erschwert hat, müssen wir das bei der weiteren Planung natürlich berücksichtigen. Autofreie Verkehrslösungen, insbesondere in Geschäftsstraßen, können nur gemeinsam mit den Anrainerinnen und Anrainern erfolgreich vorbereitet und auch umgesetzt werden. Bei solchen Maßnahmen geht es auch darum, wie Einkaufsstraßen lebendig, belebt und auch interessant bleiben können oder interessant werden können und wie man auch die unterschiedlichen Interessenlagen miteinander vereinbaren kann. Darauf bauen auch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen meines Hauses im Rahmen des Neustarts auf, die wir gemeinsam mit den Branchen, mit dem Einzelhandel insbesondere, entwickelt haben. Wir unterstützen den stationären Einzelhandel in den kommenden Jahren beispielsweise durch
verstärktes Marketing in Zusammenarbeit mit Visit Berlin oder unserem Energiesparnetzwerk gemeinsam mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg. Aber auch die Ausweitung der Beratung durch den Unternehmensservicepartner Berlin-Partner für Wirtschaft und Technologie bietet dem Einzelhandel passgenaue Informationen und Hilfestellung, zum Beispiel auch beim Thema Digitalisierung. Da geht es eben auch darum, dass man sozusagen auch Stichwort Multichannel oder Omnichannel da auch sozusagen Unterstützung bieten kann. Und das entwickeln wir gemeinsam mit den betroffenen Branchen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Senator. Ich hätte dann noch eine Zusatzfrage. Können Sie uns mitteilen, wie Ihre bisherigen Gespräche von Ihnen oder Ihren Staatssekretären verlaufen sind mit den Einzelhändlern dort vor Ort? Was hat man Ihnen dort gesagt und wie ist die Positionierung dort gewesen? Also wir kennen ja die Diskussion und das spiegelt sich auch in den Gesprächen bei uns mit den Einzelhändlern wieder. Da ist der Wunsch, eingebunden zu werden in diese Projekte und die Ergebnisse und auch die Wünsche der Einzelhändler da auch zu berücksichtigen. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. So, vielen Dank. Dann gibt es mündliche Fragen und zwar als erstes der Kollege Greff für die CDU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage den Senat vor dem Hintergrund, dass Russland angekündigt hat, jetzt auch zwei europäische Staaten nicht mehr mit Gas zu beliefern, wie der Senat die Situation in Berlin einschätzt, wie er sich darauf vorbereitet und ob seit dem Senatspapier, das ist ja auch erörtert worden in den Medien, also einer Lageanalyse, die Lage sich ja ständig ändert und welche weiteren Schritte er unternimmt für die Berlinerinnen und Berliner und die Wirtschaft, sich auf einen möglichen Gasstopp, also kompletten Lieferstopp durch Russland einzustellen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann Herr Senator zur Beantwortung. Ja, Herr Abgeordneter Greff, die Situation, die seit gestern eingetreten ist, erfüllt uns, glaube ich, alle mit Sorge, weil hier offenbar auch eine weitere Eskalationsstufe auch beim Thema Energie eingetreten ist. Russland ist ganz offenbar vertragsbrüchig geworden. Zunächst einmal die Nachricht, dass die betroffene Pipeline Jamal und Yagal nicht maßgeblich sind für die Energieversorgung in Berlin und in unserer Region, auch nicht in Brandenburg, sondern dass das Gas, was hier sozusagen maßgeblich ist, eben über Nord Stream 1 angeliefert wird. Also insofern hat die Maßnahme, die wir gestern sozusagen die bekannt gegeben worden und wurde und sich heute auch bestätigt hat, wenn da nur sehr indirekte Auswirkungen. Aber natürlich erfüllt uns die Entwicklung mit Sorge. Wir haben deshalb auch sehr engen Kontakt mit unseren Kollegen in Brandenburg und wir haben ja auch vor diesem Hintergrund morgen eine Ministerkonferenz der Wirtschaftsminister, an der auch der Bundeswirtschaftsminister teilnimmt, wo wir uns austauschen werden und auch die neue Situation bewerten werden. Da ist ja vieles auch in Bundeskompetenz, wenn ich an die SOS, sozusagen an die Eskalationsstufe des SOS-Plans denke, befinden wir uns zurzeit ja noch in der ersten Stufe, aber ich will nicht ausschließen, dass wir auch in eine zweite und dritte Stufe kommen und darüber werden wir uns morgen mit den Wirtschaftsministern austauschen. Vielen Dank, Herr Senator. Herr Greff, eine Zusatzfrage? Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Senator. Meine Frage ist, Sie hatten in der letzten Sitzung angekündigt, dass es auch mögliche Unterstützungsmaßnahmen für die Berliner Wirtschaft geben soll. Ich glaube, dass das jetzt nicht mehr so lange auf sich warten kann, auch vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise, gerade im Mittelstand, Dienstleistungssektor, aber viele, viele andere Branchen sind davon betroffen. Gibt es da Gespräche mit dem Finanzsenator? Und wann könnte so ein Programm starten? Vielen Dank.
Danke, Herr Kollege. Dann Herr Senator zur Beantwortung. Also zunächst einmal gibt es ja ähnlich wie bei Covid und bei der Corona-Krise, die die Wirtschaft ja auch sehr gebeutelt hat, ein Schutzschild der Bundesregierung, das auf den Weg gebracht wird. Wir müssen das, wo auch eben gerade energieintensive Branchen unterstützt werden. Ich habe heute gerade mit der IBB auch darüber gesprochen, dass wir genau das gleiche Verfahren, was wir auch bei Covid angewendet haben, dass wir genau beobachten, an welchen Stellen sozusagen die Bundesschutzschilde nicht reichen. Da wird es sicherlich, wenn es jetzt zu einer weiteren Eskalation kommt, auch weitere Maßnahmen auf Bundesebene geben müssen. Aber unsere Herangehensweise ist die, dass wir sozusagen sehr spezifisch und sehr genau hingucken, eben nicht mit der Gießkanne, wo gegebenenfalls Unterstützungslücken bezogen auf die Berliner Wirtschaft eintreten und dann auch unterstützen. Es gibt auch jetzt schon Programme, es gibt Liquiditätshilfen, die können wir auch noch aufstocken. Und es gibt auch Bürgschaftsprogramme, die auch hier helfen können. Aber wir wollen das sozusagen sehr genau an den Bedarfen entlang entwickeln. Und dazu gibt es auch schon Gespräche mit der IBB. Wir dürfen nur eins, glaube ich, nicht vergessen. Wenn es hier zu weiteren Eskalationen an der Energieseite kommt, also Stichwort russisches Gas wird komplett nicht mehr geliefert, dann werden wir wahrscheinlich Effekte haben, die nicht mehr nur einzelne Branchen betreffen, sondern die kaskadenförmig auf die gesamte Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern vermutlich in ganz Europa einwirken werden und damit auf die ganze Welt. Und dann haben wir ein Szenario, was, glaube ich, dann auch nochmal erhebliche Bundesunterstützung erfordert. Vielen Dank. Dann haben wir als nächstes die AfD-Fraktion, der Kollege Hanse, bitte sehr. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Die Frage ist durch den Kollegen Greff vorweggenommen. Es war die gleiche Stoßrichtung der Frage in Bezug auf die aktuelle Problematik mit dem Erdgas. Vielen Dank. Danke sehr. Dann haben wir für die FDP-Fraktion den Kollegen Schayer. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde an Ihre Fragestellung anknüpfen wollen, Herr Kollege Schröter, mit Blick auf die Friedrichstraße in dem Kontext, dass das Aktionsbündnis Rettet die Friedrichstraße, Herr Senator, am Montag ja in einer umfassenden Pressekonferenz erste Ergebnisse vorgestellt hat aus Sicht der Händlerinnen und Händler, wo insbesondere 15 Händler für immer ihre Türen geschlossen halten werden. Meine Frage an Sie, jetzt nicht die Hausmeinung, die Sie gerade verlesen haben, sondern Ihre die als Wirtschaftssenator. Wann haben Sie die letzten Gespräche mit den dortigen Händlern geführt und wie werden Sie sich dort einbringen, damit das, was dort eine ziemlich starke Unwucht erfährt, tatsächlich so aufgegleist wird, dass die Anrainerinnen und Anrainer, aber vor allen Dingen auch die Händlerinnen und Händler stärker mit eingebunden werden und es zu einem Lösungskonzept, was nachhaltig ist, in der Friedrichstraße kommt? Danke sehr, Herr Senator Schwarzmann. Also erstmal, Herr Abgeordneter, können Sie davon ausgehen, dass meine persönliche Meinung doch im überwiegenden Fall der im überwiegenden Maße auch der Hausmeinung entspricht. Also insofern können Sie erstmal davon ausgehen, dass beides identisch ist. Was den Austausch mit dem Handel anbelangt, sind wir mit dem Einzelhandelsverband Berlin-Brandenburg in einem sehr regen und auch intensiven Austausch, auch ich persönlich. Da geht es generell um die Zentren in der Stadt, wie wir sie nach der Covid-Pandemie wiederbeleben. Ich würde das jetzt gar nicht nur auf die Friedrichstraße beziehen, denn die Probleme, die der Einzelhandel hat in einer Zeit der, ich sag mal, dramatischen Transformation, die sehen wir überall. Und ich glaube, dass wir mit dem Neustartprogramm, das wir ja genau auch mit den Einzelhändlern gemeinsam auch entwickelt haben, da auch gute Lösungen und passgenaue Lösungen finden werden. Im Übrigen ist das Projekt Friedrichstraße ja nicht in meiner Verwaltung angesiedelt. Und ich gehe davon aus, dass das Projekt auch nicht so bleibt, wie es ist. Das hat meine Kollegin auch so angekündigt.
sondern dass da jetzt auch natürlich die Erfahrungen, die da gesammelt worden sind und die dann auch in dem Abschlussbericht am Ende auch dokumentiert sind, dass die Berücksichtigung finden. Davon gehe ich aus. Vielen Dank, Herr Kollege Czarja. Eine Zusatzfrage? Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Herr Senator, wie kann ich mir denn den Abstimmungsprozess zwischen beiden Häusern vorstellen? Wie stark und welche Möglichkeiten haben Sie als Wirtschaftsverwaltung, sich hier in den Prozess mit einzubringen? Das werden wir dann entscheiden, wenn wir die Ergebnisse auf dem Tisch haben. Dann können wir ja erst sagen, inwiefern wir uns sozusagen mit welchen Maßnahmen und auch mit welchen Argumenten wir uns auch da einbringen. Ich glaube, wir sollten da auch den Grundsatz der Faktenbasiertheit beachten und das dann auf der Basis dann entscheiden. Aber Sie können sicher sein, dass ich da mit meiner Kollegin und dass auch unsere Häuser da in einem Austausch treten werden zu dieser sehr wichtigen Frage. So, vielen Dank. Dann habe ich für Bündnis 90 Die Grünen den Kollegen Wappler. Bitte sehr. Genau, meine Frage betrifft ebenfalls die Zukunft der Einkaufsstraßen und kann auch ganz gut an die Diskussion über die Friedrichstraße anknüpfen. Wir diskutieren das ja schon länger und auch die Friedrichstraße ist ja sicherlich ein Beispiel dafür, also eine Straße, der es auch schon vor dem nicht gut ging und wo auch bestimmt nicht alles wieder golden ist, wenn wir sie wieder mit Autos fluten. Die Frage ist, auch bei mir in Charlottenburg machen sich ja auch Geschäftsleute Gedanken über die Weiterentwicklung der Geschäftsstraßen, auch in Konkurrenz zum Onlinehandel als Erlebnisräume. Und dabei geht es auch dezidiert um eine Abkehr von der Dominanz des Autoverkehrs, weil das so die Hoffnung tatsächlich dazu führt, dass tatsächlich dann auch gerade deswegen mehr Menschen in diese Straßen kommen. Und da hat der Czarja recht, das ist sicherlich auch eine Entwicklung, da ist auch die Senatswirtschaftsverwaltung sicherlich auch, sollte daran beteiligt sein. Die Frage ist, werden Sie denn weiter solche Konzepte unterstützen, wie sie jetzt zum Beispiel in der City West angedacht sind durch die Charta City West? Und was kann denn die Senatswirtschaftsverwaltung dann tun, um auch Geschäftsleute, die sich da auf den Weg in die Zukunft gemacht haben, zu unterstützen? Vielen Dank, Herr Kollege. Dann Herr Senator zur Beantwortung. Ja, wir sind ja schon in dem Prozess und wir haben ja vieles auf den Weg gebracht, sowohl was die Verbindung von Onlinehandel als auch gerade im Hinblick auf, also Verbindung Onlinehandel und stationärer Handel. Ich glaube, das ist so ein Thema, was die Einzelhändler gerade auch aus der Erfahrung der Corona-Pandemie extrem interessiert und wo sie auch an ihrer eigenen Wettbewerbsfähigkeit, glaube ich, noch mal wirklich was drauflegen können. Ich glaube, dass das sinnvoll investierte Maßnahmen sind. Es geht aber auch so um Themen, wie kann ich in Bezug auf Nachhaltigkeit wettbewerbsfähiger werden, denn das ist auch ein Thema, was den Einzelhandel interessiert. Auch hier haben wir zum Beispiel in Bezug auf Energiesparen auch mit dem Einzelhandelsverband auch Projekte auf den Weg gebracht, von denen wir glauben, dass sie nicht nur zu einer Wettbewerbsfähigkeit des Handels oder der Einzelhändler führen, sondern dass sie auch zu einer Belebung oder Wiederbelebung der Kieze und Innenstädte führen. Insofern ist es ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Sie sind fertig, Herr Senator? Sie sind fertig, ja? Entschuldigung. Ja, Herr Kollege, bleiben Sie noch eine Zusatzfrage, bitte. Die Nachfrage würde sich dann richten nach den vor allem touristisch frequentierten Standorten. Das ist ja die City Ost und die City West in besonderem Maße. Und Touristinnen sind ja in der Regel nicht mit dem privaten Pkw in der Stadt unterwegs. Deshalb wäre die Frage, was für spezielle Angebote, Gedanken, Pläne gibt es denn gerade für solche besonders touristischen Standorte? Vielen Dank, Herr Senator, zur Beantwortung. Würde ich mal weitergeben, die Frage an den Staatssekretär, wenn das gestattet ist. Herr Staatssekretär, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Abgeordnete.
Sehr geehrter Abgeordneter Wappler, vielen Dank für die Frage. Nun müssen Sie natürlich konstatieren, dass wir in den ersten 100 Tagen nicht alle Probleme dieser Welt auch in Berlin lösen können, aber an dieser Frage sind wir natürlich dann. Sie wissen, dass es einen runden Tisch Tourismus im Roten Rathaus angesiedelt in großer Abstimmung mit dem Wirtschaftssenator gibt, wo diese Frage explizit diskutiert wird. Sie wissen, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen werden, was einen stadtverträglichen Tourismus angeht, wo wir natürlich auch die Frage von Auto, Fahrrad, U-Bahn, Straßenbahnen und anderweitigen Verkehrsmitteln angeht. Dazu gehört für unser Haus natürlich die ganz wichtige Frage des Wirtschaftsverkehrs. Das ist eine Prioritätsaufgabe, die wir zu erfüllen haben und auch erfüllen werden und zueinander kommen müssen. Und das Thema Attraktivität von Einkaufsstraßen wird natürlich auch in unserem Haus diskutiert. Das kann die Wirtschaftssenatsverwaltung allerdings nicht alleine. Dazu bedarf es eines Dialogs mit der Stadt, mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Dazu bedarf es eines Dialogs mit Frau Jarasch für die Verwaltung Senno MVK. All das ist auf dem Weg. Und im Übrigen, wenn ich da noch mal einhaken darf, was die Flaniermeile Friedrichstraße angeht, der Senator hat das Wichtigste dazu gesagt. Am 2.5., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wird dazu ja was vorgestellt. Und auch die Senatorin hat angekündigt, dass der Dialog danach gesucht wird. Und Sie können davon ausgehen, dass sowohl der Senator auch als auch die beiden Staatssekretäre in dieser Frage unterwegs sind, nicht nur mit Verbandsstrukturen zu sprechen, sondern tatsächlich auch mit den betroffenen Händlerinnen und Händlern vor Ort. Ich kann Ihnen versichern, ich habe das gestern erst gemacht und werde das auch in der nächsten Woche zum Beispiel machen, um das, was sozusagen in den Befragungen herauskommen wird, auch nochmal in persönlichen Gesprächen entlang von den Sätzen, die dann da in der Befragung stehen werden, auch nochmal zu eruieren. Aber in der Tat ist das eine wichtige Frage, der wir uns in den nächsten Wochen und Monaten stellen werden. So, vielen Dank. Weitere Fragen liegen hier nicht vor. Dann ist die aktuelle Viertelstunde abgeschlossen. Wir kommen dann zu Punkt 2 der Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung. Sachstand Corona-Regeln und Hilfen auf Antrag aller Fraktionen. Und ich darf den Senator um eine einleitende Stellungnahme zu dem Thema bitten. Bitte, Herr Senator. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank. Gern berichte ich zum aktuellen Sachstand der Corona-Regeln und Hilfen, der in der Ausschusssitzung vom 16. März zuletzt über das Auslaufen der epidemischen Lage zum 31. März berichtet. 2G, 3G. Regelungen, Kontakterfassung, Personenobergrenzen sowie Hygienekonzepte sind seitdem für die Wirtschaft entfallen. Die Basisschutzmaßnahmenverordnung ist am 1.4. In Kraft getreten. Dank der Infektionszahlenentwicklung und vor allem einer sinkenden Hospitalisierungsinzidenz musste von der Hotspot-Regelung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes kein Gebrauch gemacht werden. Das war ja so ein bisschen die Befürchtung, gerade aus der Wirtschaft. Ich bin froh, dass davon kein Gebrauch gemacht worden ist und dass die Lage das auch erlaubt hat. In seiner gestrigen Sitzung hat der Senat Änderungen an der, an der Verordnung beschlossen. Das ist, jetzt muss ich mal kurz schauen. Genau, das sind die Basisschutzmaßnahmen bleiben unverändert und bestehen bis zum 25. Mai weiter mit den ergriffenen Basisschutzmaßnahmen. Und dank der Besonderheit und Vorsicht unserer Bürgerinnen und Bürger haben wir in Berlin aktuell eine Corona-Inzidenz, die deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Allerdings gibt es auch schon wieder eine Entwicklung, die leicht nach oben geht. Und was sozusagen gestern zunächst einmal vertagt worden ist, ist die Frage, wie gehen wir in Berlin mit der Quarantänezeit um, die Verkürzung der Quarantänezeit auf 5 Tage. Das werden wir in Abstimmung sozusagen auch mit den Bundesländern dann in einer folgenden Senatssitzung beschließen. Dazu, das haben wir gestern noch nicht beschlossen. Was die Wirtschaftshilfen anbelangt,
dass wir einen Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes haben von 3,3%. Das ist, glaube ich, eine tolle Leistung der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Stadt, der Beschäftigten. Aber ich glaube auch, dass die Corona-Hilfen in Bund und Land auch dazu beigetragen haben. Zudem unterstützt jetzt in der jetzigen Phase das Neustartprogramm Wirtschaft mit ganz passgenauen Investitionsanreizen diese Entwicklung, die jetzt sozusagen beim Auslaufen der Einschränkungen auch notwendig geworden ist für die Unternehmen. Wir werden hier 140 Millionen Euro für Neustartmaßnahmen sozusagen ins Laufen bringen. Immer natürlich vorausgesetzt, das Hohe Haus stimmt dem zu in den Haushaltsverhandlungen. Und darüber hinaus sind nochmal 150 Millionen Euro aus dem Innovationsförderfonds vorgesehen. Ein Herzstück des Programms ist der Berliner Investitionsbonus, der ja schon angelaufen ist und der insbesondere kleine und mittlere Unternehmen unterstützen soll. Das Signal dabei ist klar, nach 2 Jahren Corona wollen wir den Neustart und wir wollen, dass die Berliner Wirtschaft gestärkt aus der Pandemie hervorgeht. Vielen Dank, Herr Senator. Dann frage ich in den Ausschuss, gibt es Wortmeldungen zur Stellungnahme? Ja, dann bitte die FDP-Fraktion, Herr Kollege Wolf. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage zum Thema Neustarthilfe, inwieweit die Erstattung der Sondernutzungsgebühren für Gastronomie und Einzelhandel schon in die Praxis umgesetzt wird. Nach meinem Kenntnisstand sind die zuständigen Senatsverwaltungen noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Erstattung der Sondernutzungsgebühren auch den Einzelhandel betrifft und die Bezirksämter entsprechend auch nicht. Vielen Dank. Frage ich erstmal, ob es weitere Wortmeldungen aus dem Ausschuss gibt. Das ist im Augenblick nicht der Fall. Dann Herr Senator zur Beantwortung. Staatssekretär Bier, ja, bitte sehr. Konkret beantworten, wie der Stand der Abstimmung da ist, aber. Mache ich gerne, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Frage. In der Tat laufen die Abstimmungen dort noch und ich kann Ihnen versichern, dass Senator Schwarz und der zuständige Staatssekretär sehr dafür plädieren, den Einzelhandel mit ins Boot zu holen. In seiner Gänze. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Punkt 2 ist dann entsprechend abgeschlossen bzw. vertagt. Dann kommen wir zu Punkt 3 der Tagesordnung. Einmal 3a, Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung, bei uns die 0044, steigende Energiepreise und deren Auswirkungen auf Haushalte und Gewerbe. Auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke. Und dann unter B, entsprechend Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung 0045, Energiesparen und Energiearmut vermeiden, ebenfalls auf Antrag der Fraktion SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. So, ich frage jetzt mal, wer würde eine Begründung machen? Bitte sehr, Herr King. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Sachverständigen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und mit uns jetzt auch Ihre Expertise, Ihre Erfahrungen zu diesen sehr wichtigen Themen unserer verbundenen Anhörung teilen. Die Begründung liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Themen steigende Energiepreise, die Auswirkungen auf Haushalte und Gewerbe, die Energiesperren, Energiearmut, die sich ausbreitet, das Themen, die könnten aktueller nicht sein und die könnten drängender nicht sein. Ich denke, jeder Berliner ist in irgendeiner Weise eher davon betroffen. Und ich würde denken, dass für viele Berlinerinnen und Berliner das die entscheidenden Fragen überhaupt sind, die sich zurzeit stellen. Die Inflation belastet alle Berliner, insbesondere natürlich die Haushalte mit geringen Einkommen. Die Energiepreise sind hier die Preistreiber, sind ja im letzten Jahr schon rasant angestiegen und schlagen ja auch voll auf die industrielle Produktion, auf das gesamte Gewerbe durch und damit ja auch auf alle Konsumpreise. Mit dem Krieg in der Ukraine, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen in der aktuellen Viertelstunde, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise wieder sinken,
gesunken und es besteht im Gegenteil das Risiko, dass die Preise weiter steigen. Unsere Fraktion fragt ja jedes Jahr nach den aktuellen Zahlen zu Energiesperren und im letzten Jahr wurden ja bereits 90.000 Sperrandrohungen bei Strom und 100.000 Sperrandrohungen bei Gas verschickt. Über 12.500 Haushalten wurde zeitweise der Strom gesperrt. Das war schon deutlich mehr als im Jahr davor und wir müssen befürchten, dass sich diese schlimme Entwicklung ja noch beschleunigt und dass vor allem auch noch größere Teile der Bevölkerung davon betroffen sein werden. Und deswegen ist es ja gut, dass wir jetzt seit 4 Jahren die Energieschuldenberatung bei der Verbraucherzentrale haben. Die ist damals eingerichtet worden nach einem Antrag der Koalition hier im Abgeordnetenhaus. Und anschließend 2019 wurde dann auch der runde Tisch des Fachforums Energiearmut eingerichtet. Und da gibt es ja die Möglichkeit, also dass Verbraucherschützer, Versorger, der Senat, die Bezirksämter, Jobcenter zusammenarbeiten, um eben Energiesperren zu verhindern. Und wir sind jetzt gespannt darauf, eben von Frau Els zu hören, wie jetzt da die Erfahrungen sind in der Beratung, wie Sie jetzt auch die Herausforderungen, die vielleicht noch kommen, auf uns zukommen, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, einschätzen, aber auch, welche Unterstützung Sie von der Politik erwarten. Die Frage der Energiepreise hängt ja auch eng zusammen mit der Frage der Energiesicherheit und diese wiederum auch mit der Frage der Energiewende, also der Versorgung mit nachhaltiger Energie. Und nachhaltig meine ich jetzt nicht nur im Sinne von ökologisch nachhaltig, sondern auch im Sinne von sicher, dauerhaft und unabhängig von äußeren Faktoren. Da brauchen wir natürlich eine öffentliche, eine politische Steuerung und deshalb sind wir froh, dass wir die Berliner Stadtwerke haben und wollen die natürlich auch weiter ausbauen. Und von Frau Dr. Busch wird uns interessieren, ja, was jetzt die Stadtwerke bislang auch schon beitragen können, die Berliner mit sicherer, nachhaltiger und bezahlbarer Energie zu versorgen und wo es aber vielleicht auch noch Unterstützungsbedarf gibt, damit auch noch mehr Kunden versorgt werden können. Die hohen Energiepreise belasten nicht nur die privaten Haushalte, sondern schlagen natürlich auf alle Wirtschaftsprozesse durch. Und deswegen ist es auch sehr gut und wichtig, die Perspektive der Berliner Unternehmen zu hören. Und von Herrn Greif, wir haben Herrn Greif hier vom Textilservice-Unternehmen Greif Holding GmbH. Er wird diese Perspektive beisteuern und berichten, wie die Unternehmen jetzt auf diese Situation reagieren müssen und welche Unterstützung auch Sie von der Politik erwarten. Darauf bin ich gespannt. Ich denke, uns ist allen klar, dass jetzt die Fragen von Energiearmut ja nicht zu trennen sind, auch von der allgemeinen Frage von Armut in Deutschland. Und dass es natürlich wesentliche Regelungen diesbezüglich eher auf der Bundesebene zu treffen sind. Aber gleichwohl gibt es natürlich auch im Land Handlungsmöglichkeiten und auch die Notwendigkeit zu handeln. Und ich bedanke mich jetzt schon mal im Vorfeld dafür, dass wir mit Ihnen zusammen erörtern können, also wo da Probleme sind und welche Handlungsmöglichkeiten Sie sehen oder uns auch anempfehlen. Vielen Dank dann schon mal für Ihre Beiträge. So, vielen Dank, Herr Kollege, für die Begründung. Dann gehen wir jetzt in die Anhörung selber rein. Ich begrüße jetzt erstmal diejenigen, die wir heute eingeladen haben und die vor Ort erschienen sind. Das ist einmal Frau Dr. Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner Stadtwerke GmbH. Herzlich willkommen hier im Ausschuss. Dann Frau Dörte Els aus dem Vorstand der Verbraucherzentrale Berlin e.V., auch herzlich willkommen hier. Und digital zugeschaltet Herr Martin Greif, Geschäftsführer der Greif Holding GmbH und Co. KG. Ich hoffe, Sie hören mich, Herr Greif. Ich sehe jetzt Sie im Augenblick nicht. Ich kann Sie hören. Sie können mich hören, sehr schön. So, des Weiteren sind uns für die Verbraucherzentrale Berlin e.V. Frau Dündar sowie Frau Graul unterstützend digital zugeschaltet, um gegebenenfalls Fragen zu beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass gemäß § 26 Absatz 7 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ein Wortprotokoll erstellt werden soll. Das ist so, dann werden wir das tun. Ja, dann frage ich den Senat, wollen wir gleich in die Anhörung reingehen oder möchten Sie eine einleitende Stellungnahme machen? Nö, wir können gleich in die Anhörung gehen, Sie müssen nicht. Gut, dann gehen wir gleich in die Anhörung rein und ich würde dann mit Frau Dr. Busch als Vertreterin der Berliner Stadtwerk GmbH beginnen. Ungefähr so 5 bis 7 Minuten, ja, als Statement und dass wir danach gut in die Fragerunde reingehen können. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich wurde gebeten, eben in 5 Minuten war mein Plan, hier ein Statement abzugeben über die Strompreisentwicklung, aber auch die Auswirkungen dieser Strompreise auf Handel und Gewerbe und auch auf diese Energiearmut
Lassen Sie mich also beginnen als Energieversorgungsunternehmen. Was sind denn die aktuellen Gründe für diesen starken Anstieg? Ich will jetzt nicht das, was jeder weiß, erzählen, denn diese Entwicklung hat ja auch schon letztes Jahr begonnen. Das ist, die Ukraine-Krise hat diesen Effekt nochmal massiv natürlich verstärkt. Und ich gebe Ihnen mal eine Zahl mit. Im Rekordmonat März 2022 kostete eine Megawattstunde im Schnitt 252 Euro. Um da mal einen Vergleich zu ziehen, ein Jahr vorher, also im März 2021, waren das 47 Euro. Das ist mal sage und schreibe ein Anstieg um 436%. Dieser rasante Anstieg ist tatsächlich ursächlich bezüglich der möglicherweise Gasknappheit und dann entsprechend auch gekoppelt an den Strompreis. Aber wie gesagt, auch konjunkturelle Effekte letztes Jahr haben schon dazu geführt, aufgrund der anziehenden Konjunktur nach der Corona-Krise, dass die Nachfrage nach fossiler Energie gestiegen ist. Und das führt dazu, dass ein Teil des Strompreises aufsteigt. Das sind nämlich die CO2-Zertifikate. Das darf man nicht außer Acht lassen. Auch dieser Preis hat sich innerhalb von einem Jahr, von letztem Jahr 30 Euro, auf aktuell 80 bis 90 Euro fast verdreifacht. Das ist auch ein Hinweis, nehme ich gerne auf, dass die erneuerbaren Energien, nämlich an dieser Stelle, die CO2-Preisentwicklung reduzieren können. Denn je mehr CO2-freien Strom sie produzieren, desto weniger CO2 pro Tonne müssen sie bezahlen. Die Netzentgelte führen auch dazu, dass sich der Strompreis erhöht hat. Das ist im Durchschnitt letztes Jahr bundesweit um 4% passiert. Und was ist die Folge daraus? Im Ende letzten Jahres haben einige Verbraucher gemerkt, dass ihnen plötzlich die Kündigung ins Haus flatterte, weil einige Energieversorgungsunternehmen ihre Belieferung eingestellt hat. Da nenne ich mal Namen wie Immergrün, Stromio, Envitra, Energiepool und Flux Energie haben entweder Insolvenz angemeldet oder wie gesagt einfach die Belieferung eingestellt. Das war der eine Effekt bei den Energieversorgungsunternehmen. Der andere war natürlich, dass die Versorger die Strompreise angehoben haben in 2022, nochmal durchschnittlich um 36%. Gegenläufig werden wir jetzt sehen, ab 1. Juli hat ja der Bundesgesetzgeber die Entlastung der Verbraucher angekündigt, indem die EEG-Umlage vollständig wegfällt. Das sind in diesem Jahr noch genau 3,72 Cent. Das ist einerseits sehr positiv, eine gute Nachricht auch für Gewerbebetreibende und auch für die Industrie, aber letztendlich... Frau Busch, können Sie das Mikro ein klein bisschen näher ranziehen? Sie kommen hier vorne relativ unnötig an. Entschuldigung. Bitte. Ich hatte gerade gesagt, dass die EEG-Umlage positiverweise gesenkt oder abgeschafft wird vielmehr. Das heißt, die 3,72 Cent pro Kilowattstunde entfallen ab dem 1.7. Andererseits haben wir diesen Effekt, dass derzeit eine Kilowattstunde Einkauf 13 Cent kostet. Da können Sie sich ausrechnen, dass dieser Effekt sicherlich nicht ausreichend kompensiert, was die Probleme für die insbesondere Energiearmut betroffenen Menschen sein wird. Dazu muss ich auch noch sagen, was die Strompreisentwicklung angeht, würde ich als Stadtwerke-Geschäftsführerin keine Prognose mehr wagen. Also ich hatte mal letztes Jahr gedacht, ich könnte das, weil da die Corona-Effekte ein Hauptgrund waren. Aber jetzt mit dieser Ukraine-Krise sehe ich da keine Möglichkeit, irgendetwas zu prognostizieren. Ich würde jetzt auf den zweiten Teil der Frage zu sprechen kommen, nämlich welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf die Industrie- und Gewerbekunden? Die Gespräche, die ich mit Gewerbetreibenden in der Regel geführt habe, waren zweifach. Zum einen wurde mir erklärt, dass eigentlich die Ist-Preise noch gar nicht unbedingt angekommen sind. Ein Drittel meiner Gesprächspartner haben gesagt, die sehen sie erst im zweiten Halbjahr beziehungsweise erst nächstes Jahr, weil sie eben langlaufende Kontrakte abgeschlossen haben. Und die anderen Teil der Gewerbe- und Industrietreibenden, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, sie werden ihre Investitionen neu überdenken. Die einen werden es aufgrund von Kostengründen einstellen oder nicht ganz, aber zumindest zurückfahren. Und die anderen sagen, sie geben mehr aus, nämlich genau in erneuerbare Energien. Die schauen jetzt ganz genau, welche Dächer haben sie, können sie sie belegen und damit also lokal für sich selber den Strom produzieren. Bezüglich der Haushaltskunden möchte ich erwähnen, dass die Auswirkungen aus der Perspektive der Berliner Stadtwerke aktuell nicht sehr hoch sind. Wir bekommen jetzt keine vermehrten Nachfragen bezüglich Stundungen oder wir haben auch keine erhöhten Forderungsausfälle. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass wir moderat Anfang des Jahres unsere Bestandskunden erhöht haben, nämlich um 7% und aktuell auch bei den Neukunden noch sehr moderat liegen bei 38,5 Cent. Wenn Sie das mit anderen
100% Stromanbietern vergleichen, dann sehen Sie, dass wir da mit den unter 40 Cent schon eine Ausnahme darstellen. Was haben wir gemacht, um diese Preise auch so zu halten? Wir haben, und das macht eigentlich jeder seriöse EVU, man kauft nämlich Monate und Jahre im Voraus. Das haben wir auch getan und das tut man natürlich gemäß seiner Prognose. Man weiß, wie viele Bestandskunden man hat und man rechnet mit einem gewissen Kundenzulauf. Und genau diese Menge kauft man monatsweise im Vorfeld ein. Also wir haben dann für 2022 zum Beispiel zu 100% gehedged, was die geplanten Neukunden und eben die Bestandskunden angeht. Und für kommendes Jahr haben wir 61% gehedged. Das macht, wie gesagt, jeder seriöse Stromanbieter so. Und auch die Stadtwerke handeln genau nach dieser Maßgabe, sodass man sagen und konstatieren muss, dass der Kostendruck von unseren Kunden aktuell noch gefedert wird. Zum zweiten Teil der Frage, also Teil B, also Punkt 3b, die Berliner Stadtwerke, Energiesperren und Energiearmut vermeiden. Da würde ich dazu Folgendes ausführen. Die Stadtwerke verzichten bekannterweise seit Anfang an bewusst auf Bonitätsabfragen im Vorfeld eines Vertragsabschlusses. Wir sperren selbst keine Kundenzähler. Wir haben natürlich ein Mahnverfahren und wenn am Ende eines Mahnverfahrens, was insgesamt über 72 Tage dauert, ein Kunde tatsächlich ausfällt, so kündigen wir ihn. Die Stadtwerke verlinken und bewerben ganz aktiv auf unseren Verträgen, auf Rechnungen und auf der Webseite an die Angebote der Verbraucherzentrale und die Energieberatung dort. Und wir setzen aktuell auch auf unserer im Kundenportal darauf, das ist noch ein Feature, was wir scharf stellen werden im nächsten Monat, dass die Kunden sich dort ein Prognosetool oder ein, ist mehr oder minder, nennen wir das Simulationsrechnung, sodass sie vorab wissen können, wenn sie ihren heutigen Zählerstand eingeben, was sie am Ende des Jahres für den Strom verbraucht haben werden wahrscheinlich und was dieser Strom sie auch kosten wird, sodass sie keine Überraschung erleben, wenn sie diese Simulation machen. Das ist jetzt kein handelsrechtliches, valides Tool. Das ist wirklich nur eine reine Simulation, damit Kunden wissen, was kommt auf sie zu im Laufe des Jahres, wenn der Verbrauch so ist, wie er aktuell auch bei den jeweiligen Kunden ist. Als letzten Punkt, dann bin ich jetzt schon bei 7 Minuten, ich werde mich beeilen, das war dieser Hinweis, was für Wünsche hätten wir denn an die Politik? Im Grunde kann man hier leider, weil es das Energierecht betrifft, sehr oft nur auf Bundesebene verweisen. Die Bundespolitik, was könnte sie tun? Natürlich einmal dieses Thema seriöse und unseriöse Anbieter. Kann man dieses Geschäftsgebaren von unseriösen Anbietern nicht zukünftig über vielleicht die Bundesnetzagentur kontrollieren? Das wäre ein Hinweis. Das zweite wäre sicherlich auch nochmal der Aspekt, die Reduzierung der allgemeinen Steuer- und Abgabenlasten pro Kilowattstunde, die aktuell ungefähr 42% ausmacht. Das ist sicherlich auch eine Forderung, die aus dem Bereich Industrie und Gewerbe oft kommuniziert wird. Und was für Berlin natürlich speziell interessant sein muss, sind sozialpolitische Instrumente. Aber auch da möchte ich dann lieber auf die Verbraucherzentrale, Frau Elz, neben mir verweisen. Denn sozialen Ausgleich, wie man ihn in Berlin gegebenenfalls umsetzen kann, und muss man natürlich diskutieren, genauso wie eine verstärkte Aufklärung. Denn das hilft natürlich, Energie zu sparen und das ist sicherlich sehr vernünftig, denn jede nicht verbrauchte Kilowattstunde muss man auch nicht bezahlen. Und last but not least habe ich ja auch gelesen, im Koalitionsvertrag wollten Sie ja prüfen auf Bundesebene die Übernahme von Energieschulden und die Einführung eines Härtefallfonds. Auch dazu wird Frau Elz wahrscheinlich gleich mehr berichten können. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Dr. Busch. Dann, Frau Elz, setzen Sie das Wort. Bitte sehr. So. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, ich habe herzlichen Dank für die Einladung und dass ich heute die Gelegenheit habe, hier vor Ihnen zu sprechen. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich weiß nicht, ob Sie die jetzt alle haben oder ich gucke jetzt mal oder ob man die sieht oder man sieht sie, genau. Ich hilft dann wenig, wenn nur ich sie hier sehe. Deshalb meine kurz meine Nachfrage. Sehr schön. Dann sehen wir Sie alle. Und auch ich habe die Herausforderung angenommen, für 5 bis 7 Minuten zu beiden Themen etwas beizutragen. Und zum einen zu dem Thema,
Ich erzähle auch alles, was da steht, und Sie bekommen es ja auch noch mal. Ich wusste nicht, wie es funktioniert. Ich habe vorsichtshalber mal auch was mitgebracht. Also wie gesagt, aber ich erzähle auch alles, was da steht. Wir müssen da nicht so genau hingucken. Genau, also ich will auch zu beiden Themen etwas sagen und versuche das auch kurz und knapp zu machen. Ich denke, wir können, das haben wir jetzt alle schon mal festgestellt, die Energiepreise sind gestiegen, sie werden womöglich noch weiter steigen, sie sind auf hohem Niveau und es wird eine große Belastung auf Verbraucher immer mehr hinzukommen. Wir stellen fest in der Verbraucherzentrale bei uns in der Beratung, dass immer mehr Verbraucherinnen nicht mehr in der Lage sind, ihre Energiekosten zu zahlen und dass es auch unterschiedliche Gruppen mittlerweile betrifft. Es sind nicht nur die, die auch schon jetzt Sozialleistungen erhalten, sondern es sind auch die Gruppen davon betroffen, die über ein geringes Einkommen verfügen oder ein mittleres Einkommen und bislang noch ohne Sozialleistungen auskommen. Und was auch schon Frau Busch gesagt hat, wir stellen fest, dass die Auswirkungen in unterschiedlicher Zeit bei den Verbrauchern ankommen. Warum tun Sie dies? Ich habe jetzt mal so einen kleinen Aufschlag gemacht. Frau Busch hat es auch schon erwähnt. Ende des Jahres haben einige Anbieter die Verträge beendet. Sei es, dass sie in Insolvenz gegangen sind, sei es, dass es auch überhaupt gar keine Gründe dafür gab. Die Verträge wurden eingestellt. Einige haben auch schon Anbieter hohe Preis- oder hohe Abschlagszahlungen losgeschickt oder Preiserhöhungen. Aber auf die meisten Verbraucher wird es tatsächlich erst zukommen, wenn sie ihre Jahresabrechnung bekommen. Und dann kommt es in doppelter Weise auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Einerseits werden sie eine Nachzahlung bekommen für den zurückliegenden Zeitraum und sie werden gleichzeitig neue hohe Abschlagszahlungen zu bewältigen haben. Und die Gruppe der Verbraucherinnen, die das noch vor sich haben, die wird jetzt erst im Laufe der Zeit bei uns auch in der Beratung aufschlagen. Ich gehe jetzt im Einzelnen gar nicht auf diese Seite ein. Frau Busch hat es auch schon erwähnt. Eine ganze Liste unseriöser Anbieter macht den Verbraucherinnen und Verbrauchern das Leben noch schwerer, als es schon einfach nur durch die gestiegenen Preise ist, indem tatsächlich einfach Belieferung eingestellt wurde. Diese Menschen dann in die Grundversorgung fallen beim Grundversorger. Alle haben das Preissplitting, die unterschiedlichen Tarife hier bei der GASAG mitbekommen. Bei den Preiserhöhungen schlattern Preiserhöhungen in die Haushalte, ohne dass es eine Mitteilung dazu gab, als eine intransparente Mitteilung gab. Es wird nicht hingewiesen auf ein Sonderkündigungsrecht oder es wird sogar, Preise werden erhöht, selbst wenn es eine Preisgarantie gibt, ja, wenn man meint, man hat sich abgesichert. Und dann, wenn der Verbraucher seine Ansprüche geltend macht, sein Sonderkündigungsrecht ausübt, dann wird das schlichtweg ignoriert. Also das ist tatsächlich etwas, was bei uns im Augenblick massiv aufschlägt in der Beratung. Das sind die, die es im Augenblick am dollsten spüren. So, und dann will ich noch auch zu dem Thema Energiesperren und Energiearmut kommen. Herr King hat es schon erwähnt, seit 2018 haben wir eine Energieschuldenberatung und können in dieser Energieschuldenberatung Menschen beraten, die zum einen Energieschulden haben, diese befürchten oder auch von Energiesperren bedroht sind. Wir beraten bei uns im Standort in Tempelhof an drei unterschiedlichen Standorten in Berlin verteilt zusätzlich, sodass wir da ein gutes Angebot bereitstellen können. Wir sind auch unterwegs und führen Multiplikatorinnen-Schulungen durch für den Sozialträger, sodass auch immer mehr noch andere in der Lage sind, ihr Wissen dort weiterzugeben an die dort Ratsuchenden. Wir führen eine Menge Informationsveranstaltungen durch und versuchen auch so den Ratsuchenden Unterstützung zu geben. Das Ganze hilft schon sehr. Ich hatte zum Glück ja schon mehrfach die Gelegenheit, hier im Ausschuss zu berichten, was wie die Beratung bei uns dazu abläuft und wie wir auch viel dazu beigetragen haben, um Energiesperren zu vermeiden. Unter anderem auch durch unser Fachforum Energiearmut, das Sie auch schon erwähnt hatten. Seit 2019 haben wir das ins Leben gerufen. Es ist eine Dialog- und Diskussionsplattform, die hat sich sehr bewährt. Und ich muss immer so ein bisschen gucken, Sie hatten es auch schon erwähnt, Frau Busch, wer daran alles beteiligt ist, Grundversorger, Netzbetreiber, Jobcenter, Bezirksämter, Regionaldirektion, Sozialberatungsstellen und Vertretungen auch von drei Senatsverwaltungen.
Und das ist eine Austauschplattform, die wir sehr schätzen. Die letzte Zeit haben wir uns hauptsächlich mit Themen beschäftigt wie Kommunikation oder auch Verbraucherinformation, haben Handlungsoptionen entwickelt, wie zum Beispiel Informationen jetzt zu Beratungsstellen auch immer auf den Mahnungen draufstehen sollen und Ähnliches mehr. Wir könnten dort noch viel effektiver sein, sagen wir, wenn wir noch weitere Unterstützung hätten von Senatsverwaltungsseite auch und es dort klare Verantwortlichkeiten gibt, damit wir dort noch effektiver sein können. Das letzte Treffen hat stattgefunden am 7. April, dieses Fachforums Energiearmut, wo alle sich auch überlegt haben, was gibt es denn für Möglichkeiten, hier noch tätig zu sein. Alle sind sich einig, es gibt nicht die Maßnahme für alle, sondern es müsste ein Maßnahmenpaket geschnürt werden. Auch in diesem Forum sind wir noch am Anfang mit den Überlegungen, aber die ersten Überlegungen waren, eine Kommunikations- und Öffentlichkeitsoffensive zu starten zu unterschiedlichen Anbietern. Auch Anbietern, sage ich schon, Adressaten, zum Beispiel Verbraucherinnen, darüber aufzuklären, lest euren Zähler ab, übernehmt die Kontrolle über ganz einfache Dinge wie einen Zähler ablesen. An der Stelle kann ich nur sagen, 25% aller Haushalte hier in Berlin sind gar nicht in der Lage, ihren eigenen Zähler abzulesen, weil sie dafür keinen Zugang haben. Eine bestärkte Präventionsarbeit, zum Beispiel bei Bezirksämtern An- und Abmeldungen der einzelnen Wohnungen. Wie wäre es, wenn dann gleich auch mal ein Flyer ausliegt, wie man sich einen Energieanbieter aussucht? Dann Prozessüberprüfung auf Verwaltungsebenen. Es wird immer mehr Menschen geben, die Sozialleistungen und Hilfen in Anspruch nehmen werden. Dass man sich dort überlegt, wie kann man dort diese Prozesse beschleunigen. Denn auch das führt dazu, dass Energiesperren vermieden werden können. Und Frau Busch hat es auch schon erwähnt, auch ich habe den Koalitionsvertrag geblickt und habe dort gelesen, dass auch die Möglichkeit eines Härtefallfonds geprüft werden soll. Und ich denke, das wäre jetzt genau die Stelle, an der man das prüfen sollte. So, ich bedanke mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt gar nicht genau, doch, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe auch noch diese Folie dabei und hoffe, ich habe das jetzt einmal so Ihnen einen Überblick in sehr kurzer Zeit gegeben. Danke. Alles gut, Frau Elst. Da haben wir hier schon anders erlebt. War prima, danke. So, dann Herr Martin Greif. Sie hätten dann das Wort, wenn wir Sie jetzt zuschalten könnten. Jawohl. Bin dabei. Können Sie mich alle sehen? Wir hören Sie. Wir hören Sie. Sehen tue ich Sie nicht, aber wir hören Sie. Okay, super. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Senator, sehr geehrte Staatssekretäre, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten. Ich möchte mich natürlich erst einmal vielmals bedanken, dass ich heute mit diesem sehr wichtigen Thema für unser Unternehmen, aber auch für unsere Branche, der Thema der Energiekostenexplosion, der drohenden Reglementierung, aber auch der Erdgasmengen möglichen Abschaltung von unseren Unternehmen. Auch ein großer Dank an den Herrn Abgeordneten Wolf, dass er mich für dieses Thema hier in diesem Gremium vorgeschlagen hat, und würde einfach mal ganz kurz anfangen mit einer kurzen Vorstellung. Also mein Name ist Martin Greif, bin 39 Jahre Geschäftsführer der Greif-Gruppe. Wir sind ein deutschlandweit agierendes Textildienstleistungsunternehmen und haben uns spezialisiert auf die Vermietung von Textilien, zum Beispiel Hotelwäsche, Gastronomiewäsche oder Berufsbekleidung, und sind Marktführer im Bereich der Hotellerie und Gastronomie in Deutschland. Zusätzlich vermieten wir auch noch unsere Wäsche in den Bereichen Industrie und Gewerbe und auch speziell dem Gesundheitswesen. Wir sind Familienunternehmen, vierte Generation, und feiern auch dieses Jahr unser 100-jähriges Bestehen und beschäftigen deutschlandweit circa 1.400 Mitarbeiter in unseren 10 Standorten und speziell jetzt hier auch für Berlin gesehen, für unseren Standort in Berlin-Hohenschönhausen, circa 250 MitarbeiterInnen. Dieser Standort in Berlin-Hohenschönhausen wurde 2015 neu gebaut, modernisiert und zählt zu den modernsten und effektivsten Betrieben dieser Branche. Und des Weiteren bin ich noch im Ausschuss für Technik und Umwelt unseres Branchenverbandes DTV.
Zu der aktuellen Situation. Es ist leider so, dass wir natürlich, wie Sie ja auch alle wissen, innerhalb der dritten Krise in kürzester Zeit stecken. Natürlich angefangen der Klimakrise vor mehreren Jahren, auch so richtig begonnen. Wir bekämpfen schon seit 2015 aktiv aus unserer Sicht, von unserem Unternehmen aus, den menschgemachten Klimawandel, indem wir der Science-Based Targets-Initiative beigetreten sind, um uns ein Klimaschutz, ein CO2-Einsparungsziel aufzuerlegen von 38% auf der Basis 2017 zu 2025. Dann eine weitere Krise, die uns natürlich jetzt noch weiter stark getroffen hat, die Corona-Krise. Dann natürlich der Absatzmarkt in unserem Kernbereich der Hotellerie und Gastronomie eingebrochen ist, sodass wir in unserem ersten Lockdown-Monat, der April 2020, sogar einen Umsatzrückgang in diesem Bereich von 96,32% hatten. Da in diesem Bereich mussten wir komplette Betriebe teilweise schließen für diese Dauer und konnten, toi toi toi, Gott sei Dank, durch die Kurzarbeit mussten wir keine betriebsbedingten Kündigungen ausstellen. Ja, und jetzt natürlich die größte Krise, also es ist wie so eine Kaskade oder eine Stufe weiter, diesen abscheulichen Angriffskrieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine, den ich persönlich natürlich auch aufs Schlimmste verurteile, und damit verbunden auch diese Energiekrise, die jetzt für unser Unternehmen folgende Auswirkungen hat, wenn man mal so in die Kosten reinschauen kann, ist, dass sich unsere Strompreise oder unsere Stromkosten innerhalb von kürzester Zeit, also da würde ich jetzt sagen, der Durchschnitt des letzten Jahres zu dem letzten Monat März um 30% erhöht haben. Der Treibstoff, also für unsere Lieferfahrzeuge, um 57%. Und jetzt kommt der größte Hammer natürlich beim Erdgas von 279%, was uns massiv trifft, also auch dieses Embargo-Thema. Und wie ja auch bereits schon angesprochen wurde, meines Erachtens auch nur der Anfang von einem Sog ist, der sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch verschlimmern wird. Zusätzlich kommen auch noch für unsere Branche weitere massive Steigerungen, die natürlich auch durch die Corona-Pandemie angefochten wurde, die Probleme in den Lieferketten, weswegen wir als Textilpreiserhöhungen hinnehmen müssten. Wir haben Erhöhungen in der Waschmittelchemie und natürlich zuletzt natürlich auch die Mindestlohnsteigerungen, wie Sie alle wissen, von 22%, die natürlich auch gerechtfertigt ist, muss man ja auch sagen, angefochten von der Inflation, weswegen wir natürlich dadurch ja auch unsere Mitarbeiter und auch die anspruchsvolle Arbeit unserer Mitarbeiter dadurch gewertschätzt werden. Das Ganze aber im Paket trifft uns natürlich massiv. Wir haben die Mindestlohnsteigerung wurde natürlich in unseren Planungen und die Planungen für unsere Preisanpassung berücksichtigt, aber natürlich diese Kostenexplosion bei der Energie wurde nicht einkalkuliert, wie man es auch nimmt, konnte ja auch keiner so weit voraussehen, und sodass auch keine kurzfristigen und schnellen Preiserhöhungen oder sagen wir mal so, immer weitere Schritte der Preiserhöhungen monatlich zu machen, bei uns in unserer Branche, in unseren Dienstleistungen nicht möglich sind, weil wir natürlich an langfristigen Verträgen gebunden sind. Was hat das für Auswirkungen? Diese Kostenexplosion hat für natürlich existenzielle Auswirkungen. Arbeitsplätze werden natürlich massiv und stark bedroht, nicht nur bei uns, natürlich auch für unsere Branche an sich, weil nämlich ein drohendes Erdgasembargo, wie es im Raum steht, oder was dadurch verbunden sein könnte, mit natürlich einer Reglementierung oder der Worst Case einer Kappung von Erdgas, zum einen natürlich wieder die weitere Kostensteigerung mit sich führen würde, zum anderen wir als Textildienstleister, wir benötigen Erdgas für unsere Waschprozesse, für unsere Trocknungsprozesse, aber auch für unsere Mangelprozesse, um eine saubere Wäschequalität abliefern zu können, kommen wir leider, und muss ich wirklich sagen, leider nicht um Erdgas herum.
das Ganze hat natürlich Auswirkungen in die weitere Lieferkette. Wir können dadurch, also wenn wir nicht mehr mit Erdgas versorgt werden, können wir keine Belieferung unserer Kunden, speziell natürlich von systemrelevanten Kunden, im Gesundheitswesen, die Lebensmittelbetriebe, die wir versorgen, Energieversorger oder die Unterbringung von Flüchtlingen, das gerade aktuell ist aus der Ukraine. Hier in Berlin speziell hat sich das Estrel Hotel bereit erklärt, Kapazitäten freizumachen, um Flüchtlinge aufzunehmen. Dabei wurde auch bereits ein Schreiben vom Direktor des Estrel an den Herrn Senator Schwarz geschrieben, um uns eine Systemrelevanz auszusprechen, damit wir auch weiter dieses Haus beliefern zu können. Ja, und nur am Rande ist natürlich klar, wenn wir, was auf die Auswirkungen für die Wirtschaft in Berlin, wenn wir keine Belieferung der Hotels mehr vornehmen, hat es selbstständig natürlich auch massive Auswirkungen auf den Tourismus der Stadt Berlin. Aber das würde ich jetzt mal nur am Rande lassen. Des Weiteren ist in dem Paragraph 53a des Energiewirtschaftsgesetzes, da ist meines Erachtens ein Fehler, der korrigiert werden muss, weil die Systemrelevanz für Zulieferer von kritischer Infrastruktur wird nicht erwähnt bzw. wird dem abgesprochen. Das heißt unterm Strich, wenn wir nicht systemrelevant sind, wenn wir kein Gas bekommen, können wir keine Bettwäsche fürs Gesundheitswesen liefern, wir können keine Bettwäsche für die Flüchtlingsunterkünfte liefern, wir können keine hygienische Kleidung für Lebensmittelbetriebe liefern und selbstverständlich auch für die Energieversorgung, die auch mit persönlicher Schutzausrüstung arbeiten, können wir demnach auch keine Kleidung mehr liefern. Ja, jetzt haben wir natürlich ein Riesendilemma, nicht nur unseres Unternehmens, sondern eigentlich unserer gesamten Branche. Wie bereits erwähnt, ohne Gas geht es leider nicht. Es ist aber auch keine kurzfristige Umstellung auf andere Energieträger möglich. Man muss auch fairerweise zu sagen, in der Vergangenheit hat man natürlich immer vom Gas profitiert. Zum einen war es günstig, zum anderen wurde aber auch von der Politik, wurde aber auch von Maschinenlieferanten immer gesagt, und was ja auch stimmt, dass es einen sehr hohen Wirkungsgrad hat und dadurch natürlich die gesamte Branche auf Gas dann auch fokussiert hat, vielleicht von früher vom Heizöl. Ja, was auch noch, ich meine, Sie werden es wahrscheinlich auch noch wissen, Anfang dieses Jahres wurde ja Gas sogar noch als nachhaltige Übergangstechnologie oder Übergangslösung proklamiert, was übrigens auch einen Monat später die Kernenergie war oder ist. Dahingehend sieht man, also Gas war ja auch immer salonfähig. Was ist jetzt das Ziel? Also was ist unser Ziel? Wie können wir diese Herausforderung meistern? Also unsere Dienstleistung an sich ist eine Kreislaufwirtschaft. Unsere Dienstleistung ist per se nachhaltig, weil wir die Wäsche, die wir waschen, die immer im Kreislauf läuft und dadurch immer wieder gereinigt wird und auch wieder eingesetzt werden kann. Wir wollen und sind auch dazu bereit, weg von fossilen Brennstoffen zu gehen. Wir wollen den Umstieg auf alternative Energieträger wie Strom oder Wasserstoff oder was auch immer noch kommt. Aber es ist leider nicht kurzfristig möglich und so müssen wir leider noch auf am Gas hängen bleiben. Und was auch noch ein weiterer Punkt ist, das Angebot einer nachhaltigen Technik, das Angebot von nachhaltigen Energieträgern, die Verfügbarkeit von nachhaltigen Energieträgern und auch die Kosten, die damit verbunden sind, sind natürlich sehr eingeschränkt, wo uns dann auch leider die Hände gebunden sind. Meine Zusammenfassung, mein Appell an die Politik: Wir brauchen die Systemrelevanz unserer Betriebe für unsere Branche, um im Falle einer Ausrufung der Notfallstufe als Dienstleister für die kritische Infrastruktur weiterhin mit Gas versorgt zu werden. Des Weiteren muss der Paragraph 53a des Energiewirtschaftsgesetzes abgeändert werden, um dazu auch noch die Dienstleister oder die Zulieferer von kritischer Infrastruktur mit aufzunehmen. Punkt 2, Entlastung der Energiekosten. Also es wurde ja bereits heute erwähnt, EEG-Abschaffung ist ein Punkt, aber wir sehen ja, die Kosten steigen immer weiter
Und dazu braucht wahrscheinlich auch die ganze Wirtschaft eine staatliche Unterstützung, wie wir das Ganze meistern können. Genau, speziell auch für unser mittelständisches Unternehmen und unsere Branche, um eine drohende Insolvenzwelle, die damit verbunden werden kann, oder Massenarbeitslosigkeit in der Branche zu vermeiden. Dann ein dritter Punkt ist, wie gesagt, wir wollen umstellen, wir sind Fans von nachhaltiger Technologie, aber wir sind, da sind wir auch, wie gesagt, die Hände gebunden und wünschen uns dann noch mehr Unterstützung und Förderung, um diesen auch für die gesamte Wirtschaft einen Umstieg weg von den fossilen Brennstoffen zu ermöglichen und auch noch zu beschleunigen. Ja, wie Sie jetzt aus meinen Erläuterungen feststellen konnten, hat es uns auch als Branche, uns als Unternehmen die letzten drei Krisen massiv getroffen und uns als Familienunternehmen, aber auch als Branche, das stellt uns vor gewaltigen Herausforderungen der nächsten Jahre oder auch dieser, vielleicht, wir müssen ja fast schon in Monaten oder Tagen rechnen, die uns das Überleben sichern. Und wir sind gewillt, weg vom Erdgas zu kommen, weil ich sehe es inzwischen seit gestern auch immer kritischer, dass hier eine Abschaltung vonstatten gehen wird. Und das Ganze gelingt aber nur mit Ihrer Unterstützung und das Ganze gelingt aber auch nur, da bin ich jetzt natürlich bei Ihnen falsch, aber auch mit der Unterstützung der Bundespolitik. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich jetzt selbstverständlich für Fragen von Ihrer Seite zur Verfügung. So, vielen Dank auch für Ihre Stellungnahme, Herr Greif. Dann gehen wir in die Frage- und Rederunde der Kolleginnen und Kollegen ein. Und ich habe als Erstes den Kollegen Wolf für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Vortragenden. Vielen Dank, Frau Els, für Ihre Arbeit als Verbraucherschützerin für die Verbraucher dieser Stadt. Und meine Fragen richte ich als Erste an Frau Dr. Busch. Die Stadtwerke sind ja nicht nur Stromanbieter im Sinne eines Einkäufers, Verkäufers von Energie, sondern sie sind ja auch Stromproduzent. Laut Ihrer Angabe sind es knapp 50.000 Haushalte, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Das heißt, sie produzieren auch Strom für diese Haushalte. Inwieweit wirkt sich denn dieser eigenproduzierte Strom auf die Steigerung der Strompreise aus? Also wirkt es strompreisdämpfend für Ihre Kunden? Dann wäre meine Frage, wie langfristig kaufen Sie Strom ein und betrafen diese Preiserhöhung dann nur die Neukunden oder auch die Bestandskunden? Weil theoretisch würden ja die Bestandskunden von ihren langfristigen Lieferverträgen profitieren und der Preisstabilität. Und dann meine Frage, warum ich das Angebot der Berliner Stadtwerke nicht in den Preisvergleichsportalen finde. Denn wenn man dort schaut, kann man dann doch schon einige Ökostrompreise finden, die dann unter den Berliner Stadtwerken liegen. Und das ist einfach die Frage, inwieweit dann das Angebot konkurrenzfähig ist. Meine Frage an den Senat wäre, inwieweit Sie schon eine Liste erarbeitet haben, welche Unternehmen in Berlin betroffen wären. Also wir haben ja von der Bundesregierung eine Datenerhebung mit der Sicherheitsplattform GAS, wo praktisch der Verbrauch und der Bedarf von Industrien ermittelt werden soll. Inwieweit hat denn hier der Senat eigene Daten erhoben oder verlässt man sich hier vollkommen auf die Bundesseite sozusagen, die ja dann durch die Bundesnetzagentur die Abschaltung auch vornimmt? Inwieweit sind die Unternehmen, die Berliner Unternehmen informiert, dass es sozusagen dieser Notfallplan in Kraft treten kann mit der dritten Stufe, im Zweifel die Abschaltung? Und da nehme ich nochmal Bezug auf die Pressekonferenz von Ihnen, Herr Senator, am 12. April, dass einige Berliner Unternehmen zwangsweise geschlossen werden können. Aber wie gesagt, wie findet hier die Auswahl statt? Das hat Herr Greifer ja auch formuliert. Im Zweifel weiß man halt nicht, ob man dann systemrelevant ist oder nicht. Genau. Dann ist natürlich die Frage, inwieweit der Senat die Produktionsausfälle der etc. der betroffenen Unternehmen eventuell gedenkt zu kompensieren oder dort. Sie haben die Frage schon ein bisschen beantwortet in der aktuellen Viertelstunde, wo Sie sagten, die warten auf den Bund, aber nun mit den Corona-Hilfen waren wir recht schnell mit der Soforthilfe 1. Ist eher eine ähnliche Schnelligkeit angedacht oder geht es eher in Richtung Corona-Hilfe, Soforthilfe 2, Überbrückungshilfen des Bundes, erstmal da abwarten, was kommt und dann erst das Landesprogramm auflegen? Da würde ich mich freuen, wenn Sie noch ein paar Präzisierungen machen könnten. Das wäre es erstmal. Vielen Dank.
Danke sehr, Kollege. Dann habe ich die Kollegin Lüttke für die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von mir an alle Berichtenden. Ich glaube, es macht besonders schwierig, dass es überhaupt gar keine Prognosen zu geben scheint oder dass Prognosen sehr, sehr schwierig sind, wie lange dann auch diese Preisexplosion andauern wird. Daher glaube ich, können wir aktuell auch gar nicht überschätzen, wie wichtig es ist, eben alle Personen da abzuholen, die einen Unterstützungsbedarf haben oder die eben auch einen Beratungsbedarf haben. Deshalb hätte ich noch ein, zwei Nachfragen an Frau Els. Bei der Energieschuldenberatung könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darstellen, wie Sie aktuell gefördert werden, wie viele MitarbeiterInnen haben Sie und wie viele Berater beraten denn bei Ihnen und vor allen Dingen, ob damit auch eben jede Person, die sich bei Ihnen meldet, einzeln abgedeckt werden kann. Sie hatten die Multiplikatoren-Schulung nämlich angesprochen und dass das ja offensichtlich auch eine wichtige Säule zu sein scheint, dass Sie noch auf anderen Wegen dann den Betroffenen Rat bieten können. Und die zweite Sache wäre dann noch, haben Sie vielleicht auch ganz konkrete Beispiele noch dabei? Wie sind jetzt die Kosten in Einzelfällen angestiegen? Sie haben gesagt, es gibt sehr viele, bei denen der Vertrag gekündigt wurde, die in die Grundversorgung gefallen sind und jetzt einen neuen Tarif suchen müssen. Vielleicht können Sie da ja den Umfang einfach noch mal darstellen anhand von einem Beispiel. Vielen Dank. So, danke sehr. Dann bin ich selber auf der Liste. Ich würde gerne erstmal den Senat fragen, wir haben ja diese Debatte jetzt schon eine Weile um Gasembargo, um Öl und Kohle. Gas ist ja das allerschwierigste Thema. Es gibt ja Positionen von Herrn Fratscher zum Beispiel, dass wir das eigentlich gar nicht könnten, muss man so deutlich zu sagen, weil die Abhängigkeit so groß ist und nach meiner Information ist in Berlin ja besonders groß. Vielleicht könnten Sie dazu mal Stellung nehmen, welche Möglichkeiten Sie sehen, wann man überhaupt imstande wäre, selber auszusteigen, weil die politische Debatte ist ja sehr hochgekocht. Wenn jetzt Russland selber den Hahn abdreht, dann müssen wir es ganz schnell machen. Aber ansonsten ist ja die Bundesregierung, glaube ich, sehr vorsichtig dabei und auch Teil der Opposition sind in der Frage sehr vorsichtig. Würde ich gerne mal Ihre Position wissen. Dann Frau Els, das Thema Energiesparen. Frau Dr. Busch von den Stadtwerken hat ja gesagt, dass die Stadtwerke da sehr verbraucherfreundlich sich nicht dran beteiligen und das sozusagen nicht versuchen, durch Energiesperren zu lösen. Wie ist denn die Situation insgesamt in der Stadt? Ist das jetzt ein immer noch sehr großer Faktor und nehmen die Zahlen jetzt deutlich zu in den letzten Monaten durch die Preissituation oder kann man das jetzt noch nicht spüren, weil es noch zu früh ist? Vielleicht könnten Sie dazu was sagen. Dann würde mich interessieren, das Thema unseriöse Anbieter. Auch da war ja in den Medien einiges zu hören und sehen. Das ist ja ein Teil aus meiner Sicht einer falschen Liberalisierung des Marktes, dass immer mehr Anbieter auf den Markt draufgehen, mit Billigangeboten locken. Und wenn dann sozusagen die Probleme auftauchen, dann werden die Verbraucher im Strich gelassen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen genauer sich zu dem Thema äußern, welche Rolle das jetzt hier in Berlin entsprechend spielt. Dann hätte ich eine Frage noch mal an den Senat zum Thema Bevorratung, Speicher. Ich erinnere mich noch an den Gasspeicher im Grunewald. Und ich kenne auch die Begründung der damaligen Vorstandsvorsitzenden, der gesagt, wollen wir das nicht mehr brauchen. Nun hat sich ja vieles geändert, leider. Wie sieht das aus mit Bevorratung insgesamt? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Dann die FDP hat die Frage schon gestellt, Unterstützung für die Wirtschaft. Würde ich auch gerne mal wissen, wie das gemacht wird. Und die Frage wäre auch, die Ampelkoalition hat ja im Bund für die Verbraucher da das einen ersten Step sozusagen beschlossen. Wie sehen Sie das in der Auswirkung? Reicht das aus oder muss Berlin sozusagen da auch weitere Maßnahmen entsprechend machen? Und der letzte Punkt wäre dann das Thema Stadtwerk. Frau Busch hat ja noch mal eindrucksvoll vorgetragen, was das Stadtwerk macht. Hätte ich auch noch mal eine Stellungnahme von Ihnen, wie Sie gerade in einer solchen Situation, Herr Senator, die Rolle eines Stadtwerks sehen, weil das in der Vergangenheit ja auch von Teilen der Opposition kritisiert worden ist, dass man überhaupt so einen Anbieter braucht, ob nicht gerade jetzt in der Krise sich sehr deutlich zeigt, dass Stadtwerke eine gute Einrichtung entsprechend sind.
So, das von meiner Seite aus, dann wieder in die Rolle des Ausschussvorsitzenden und dann wäre der Kollege Dr. Taschner für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von mir an die Anzuhörenden und Ihren sehr interessanten Ausführungen. Ein paar Fragen habe ich auch natürlich mitgebracht. Zunächst an Frau Busch. Die Berliner Stadtwerke sind ja, glaube ich, deutschlandweit immer noch führend in Sachen MieterInnenstromprojekte. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, schützt nicht nur das Klima, sondern sorgt ja eigentlich auch für günstigeren Strom vom eigenen Dach. Können wir jetzt sozusagen aus der Strompreisexplosion, ist ein blödes Wort, um jetzt zu verwenden, auf der Strompreissteigerung der letzten Woche sagen, mit Mieterstromprojekten kann ich mich eigentlich auch als Mieter, Mieterin vor steigenden Strompreisen deutlich besser schützen? Welche Erfahrungen haben Sie da aus Ihren Mieterstromprojekten? Wie mussten Sie da die Preise erhöhen? Und würden Sie sagen, das wäre eigentlich eine super Lösung eigentlich für viel mehr Dächer und für viel mehr MieterInnen in dieser Stadt? Dann tüne ich mal ein bisschen aus, damit es übersichtlicher wird. Sie haben gesagt, dass Sie mit ein relativ langes Mahnverfahren haben und dann eventuell Kündigungen aussprechen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft müssen Sie letztendlich kündigen und wie gestaltet sich dieses Mahnverfahren? Wir leben ja in Berlin in der Stadt, in dem auch viele nicht unbedingt nur Deutsch sprechen. Also sind Sie da auch multilingual unterwegs, um sozusagen auch dafür zu sorgen, dass die Leute die Post von oder eine Mail von Ihnen bekommen, letztendlich auch verstehen, was da drinnen steht. Und weil Herr Wolf nochmal gesagt hat, Ökostromanbieter gibt es auch billiger als bei den Stadtwerken, aber Ökostromanbieter ist halt nicht Ökostromanbieter. Vielleicht können Sie ja nochmal ausführen, welche Ökostromqualität die Berliner Stadtwerke anbieten und wie sie sich von anderen unterscheiden. An Frau Els hätte ich die Frage, wenn ich jetzt bei so einem Billiganbieter gekündigt worden bin, vollkommen schuldlos, dann falle ich erstmal in den Grundversorger rein. Wie schnell kommen denn die Leute aus diesem Grundversorgertarif letztendlich wieder raus? Also ich glaube, gerade bei denen, die eher einkommensschwach sind, ist es doch eine große Hürde. Das heißt, ich verbleibe dann eigentlich von einem Billiganbieter, wo ich dachte, wow, super cool, billiger Strom, falle ich plötzlich zu einem Stromtarif, der massiv teurer ist und komme aus dem nicht mehr raus. Ist dem so? Und wie könnte man dem entgegenwirken? Und sehen Sie, dass es da gerade Bewegung gibt? Also sind die Billiganbieter weniger geworden in der Richtung oder haben Sie das Gefühl, die Leute sind aufmerksamer vielleicht geworden und fallen nicht mehr nur auf der Strompreisgarantie und den billigen Strompreis rein, den ja viele anbieten? Dann noch die Frage auch zur Erfolgsquote. Ich weiß, bisher haben wir immer von Ihnen sehr hohen Erfolgsquoten bekommen, wo Sie sozusagen Stromsperren oder Energiesperren abwenden konnten. Ich glaube, über 90% trifft es nach wie vor zu. Sind Sie nach wie vor so gut? Dann haben Sie den runden Tisch angesprochen, den es ja nach wie vor gibt. Da hatten wir ja zu Beginn der letzten Legislatur ja auch versucht, mit den Grundversorgern Vattenfall und GASAG gemeinsam Lösungen zu finden, um Mahnverfahren zu verbessern. Würden Sie das jetzt aus Ihrer Sicht bestätigen können, so wie GASAG und Vattenfall das darstellt, dass es hier wirklich auch Verbesserungen gibt für mehr VerbraucherInnenschutz? Den Härtefallfonds haben Sie von sich selber auch angesprochen. Wie sollte sowas ausschauen oder nach welchem Vorbild sollten wir uns vielleicht in Berlin orientieren? Und an Herrn Greif auch hier nochmal vielen Dank für den Einblick in Ihr Unternehmen. Sie haben ja gesagt, Sie sind Fan von Erneuerbaren, das kann ich durchaus verstehen. Das sollte eigentlich jeder sein. Was machen Sie denn aktiv letztendlich schon? So, jetzt habe ich schon mitbekommen, dass Sie viel auf Erdgas angewiesen sind, aber Sie haben auch vorher Strompreise genannt, die deutlich gestiegen sind. Setzt Ihr Unternehmen schon bereits auf Erneuerbaren, sprich haben Sie auf Ihren Produktionsanlagen oder weiß nicht, wie man das heißt, Waschanlagen auch Erneuerbare schon installiert? Und was für eine Strategie haben Sie, entwickeln Sie, um aus diesem Erdgas rauszukommen? Sie haben gesagt, das ist hier im Moment verdammt schwer, das kann man nicht einfach eins zu eins ersetzen. Ist für Sie, wo Sie sagen, Wasserstoff ist die richtige Richtung, wobei wir ja gar nicht wissen, zu welchem Preis Wasserstoff überhaupt zur Verfügung stellen würden und mit wem sind Sie dazu im Austausch? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Dann für die CDU-Fraktion der Kollege Greff. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch nochmal an die Anzuhörenden. Ich hätte auch die Frage an Herrn Greif. Sie haben, glaube ich, sehr eindrucksvoll die Situation des Unternehmens und übrigens auch vieler anderer, die an solchen Ketten hängen, die vielleicht der ein oder andere auch gar nicht auf den ersten Blick sieht als Verbraucher,
geschildert. Mich würde mal interessieren, Herr Greif, was wären Ihre ganz konkreten Forderungen jetzt kurzfristig? Unabhängig davon, dass wir jetzt erstmal davon ausgehen, wir bekommen Erdgas weiter geliefert, aber Sie kommen ja in eine existenzielle Situation wirtschaftlich. Sie werden jetzt wahrscheinlich auch nicht eine irgendwie Marge haben von 15 oder 20%. Also insofern werden die steigenden Energiekosten das aufessen und Sie kommen, haben Sie ja auch gesagt, in eine existenzielle Situation. Also was wäre die konkrete, gegebenenfalls auch wirtschaftliche Forderung oder die Wünsche, wenn man es mal, so formuliert? Mich würde in der Tat zweitens interessieren vom Senat, das habe ich ja vorhin schon in der Aktuellen Stunde gefragt, welche wirtschaftlichen Hilfen gefragt sind. Zweitens energiepolitisch zwei Fragen. Die erste, der Bundeswirtschaftsminister hat gestern ja verkündet, dass Deutschland relativ zeitnah autonom werden könnte, auch von Gas. Das würde mich sehr interessieren, ob Sie da Unterlagen darüber haben, was der Bundeswirtschaftsminister da gestern verkündet hat. Ob Sie da eine Einschätzung aus Berliner Sicht haben, bin ja unglaublich überrascht über die, also finde ich toll, also optimistische Menschen wirklich immer toll, aber wie sich das darstellt, gerade für eine Region Berlin-Brandenburg, wie wir ja jetzt innerhalb von Stunden eine Energieunabhängigkeit hergestellt bekommen, das interessiert mich sehr. Und die zweite energiepolitische Frage für mich ist, wir sind gemeinsame Metropolenregion. Ich sehe das gerade beim Thema Energie auch aus der heutigen Runde heraus noch nicht so richtig adressiert, sondern wir diskutieren hier immer irgendwie im Berliner Schachtelchen. Brandenburg, glaube ich, hat, oder sagen wir es mal so, wir haben beide große Herausforderungen. Wirtschaftspolitisch hat Brandenburg, glaube ich, die größeren Herausforderungen in der Frage, weil sie ganz unmittelbar von der Frage, was passiert eigentlich, wenn kein Öl mehr geliefert wird in die Raffinerieanlagen, dann hat das in der Tat auf Arbeitsplätze ja massive Auswirkungen. Ich glaube auch dann irgendwann in die Region hinein. Und das gilt auch für andere energiepolitische Fragen. Und da würde mich natürlich interessieren, wie Sie da gemeinsam mit dem Minister in Brandenburg im Dialog sind und wie wir das gemeinsam stemmen können. Dankeschön. Danke, Herr Kollege. Dann haben wir den Kollegen Dr. King für die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Busch. Sie hatten vorhin gesagt, und das finde ich sehr gut, dass also die Stadtwerke keine Bonitätsprüfung machen. Das heißt, auch jemand, der einen Schufa-Eintrag hat, könnte bei Ihnen einen Vertrag bekommen, weil Sie das gar nicht abfragen würden. Das finde ich super, okay. Und dass Sie keine Energiesperren durchführen, das finde ich auch sehr gut. Das wären auch wichtige Fragen gewesen, die ich von heute gerne mitgenommen hätte. Also prima. Eine andere Frage betrifft das Fachforum Energiearmut. Frau Dr. Busch, sind die Stadtwerke da auch involviert? Sitzen die da auch mit am Tisch im Fachforum? Oder Frage könnte ich jetzt auch an Frau Elz stellen. Wie ist das? Ja, würde mich interessieren. Und bei Frau Elz wollte ich noch fragen, Sie haben jetzt so ein bisschen durchblicken lassen, dass das Fachforum natürlich ein großes Potenzial hat, auch sehr wichtig ist, aber dass noch ein bisschen Luft nach oben ist, was jetzt die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit betrifft. Und ich habe Sie jetzt so verstanden, Sie haben das elegant ausgedrückt, aber ich habe es jetzt mal so verstanden, dass das auch adressiert war an die Politik. Und vielleicht, also können Sie ja auch ganz frei von der Leber noch mal sagen, was jetzt da die Verbesserungspotenziale wären. Fände ich gut. Das nächste, ich habe auch eine Frage zum Härtefall vor. Ich finde es erstmal gut, dass Sie beide dieses Vorhaben begrüßen. Und wir wollen das ja jetzt auch vorantreiben und im Doppelhaushalt verankern. Es gibt ja konkrete Erfahrungen, nicht nur Hannover, auch Bremen. Und in Bremen ist ja auch die Verbraucherzentrale involviert in der Abwicklung. Sind Sie da irgendwie im Austausch? Können Sie darüber was berichten, wie das funktioniert dort? Vielleicht als Anregung für uns, wenn es dann an die konkrete Ausgestaltung geht. Zu den unseriösen Anbietern, die jetzt hier schon ein paar Mal zur Sprache kamen. Ja, da würde mich mal interessieren, also da gab es ja zum Jahreswechsel eine regelrechte Massenflucht von unseriösen Billiganbietern aus ihren Verträgen. Frage ich vielleicht mal auch in Ihre Richtung.
Mir ist gar nicht so ganz klar, ob das überhaupt, also wie da die rechtliche Situation ist. Also empfehlen Sie dann auch Leuten, die dann zu Ihnen kommen und sagen, ja, ich bin hier gekündigt worden und habe jetzt einen mordsteuren Ersatztarif und komme nicht mehr zurecht, empfehlen Sie den Leuten auch dann zu klagen gegen die Billigstrombieter? Es gibt ja eine Sammelklage der hessischen Verbraucherschützer gegen Stromio. Haben Sie auch sowas in der Art vor oder unterstützen Sie das oder wie sehen Sie da auch die Aussichten? Ganz abgesehen davon müsste man übrigens auch das Energiewirtschaftsrecht mal daraufhin überprüfen, ob man das nicht auch wasserdicht machen kann, dass sowas eben nicht passiert. Da gibt es auch eine Bundesratsinitiative aus Niedersachsen, die wir von Berliner Seite aus, finde ich, unterstützen sollten, weil das ist wirklich, ja, das ist wie Jörg Ströter gesagt hat, wirklich eine ein Auswuchs des Neoliberalismus, der jetzt wirklich sehr schwer auf die Leute da zurückschlägt. Dann würde mich auch noch mal interessieren, welche Menschen also jetzt konkret zu Ihnen kommen. Sie haben es ein bisschen kurz angedeutet, also was Sie für Menschen haben, die Ihre Beratung benötigen. Wir gehen ja davon aus, und das haben Sie ja auch kurz angedeutet, dass sich das noch ausweiten wird auf weitere Bevölkerungskreise. Also worauf stellen Sie sich da ein? Ja, und schließlich würde mich noch ein bisschen allgemeiner interessieren, vielleicht von Herrn Greif, aber auch vom Senator, muss ich sagen. Also jetzt die, da kann ich eigentlich an Herrn Graf auch anknüpfen. Ich bin auch ein bisschen überrascht über die schnelle Energiewende, die jetzt innerhalb von Tagen passieren soll. Wenn ich jetzt lese, dass die Raffinerie in Schwedt schon in Frage gestellt wird, also die Versorgung der Raffinerie, aber eigentlich sogar der ganze Standort, dann stelle ich mir vor, dass das jetzt auch nicht ohne Auswirkungen auf die Preise von Ölprodukten in Berlin und Brandenburg bleiben kann. Also worauf stellt sich der Senat da ein und worauf stellen sich auch die Unternehmen, die das betreffen wird, ein? Was die Gasversorgung betrifft, haben Sie ja schon ziemlich eindeutig gesagt, dass Sie da hoffen, Herr Greif, und der Hoffnung steht ziemlich an, dass es kein Gasembargo geben kann, soll. Aber es kann ja trotzdem dazu kommen. Also wie bereiten Sie sich auf so eine Situation vor? Frage ich sowohl den Wirtschaftsvertreter als auch den Senator. So, vielen Dank, Herr Kollege. Dann habe ich noch den Kollegen Treffzahl für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Ströter. Vielen Dank an die Anzuhörenden. Frau Busch, Sie haben zu Beginn Ihrer Anhörung sehr eindrucksvoll ausgeführt, in welchem Umfang die Energiepreise gestiegen sind. Die Einkaufspreise für Strom hätten sich verfünffacht, ungefähr haben Sie ausgeführt. Aber Sie haben auch gesagt, wie moderat Sie bislang die Preise erst erhöht haben, eben durch das Hedging, was Sie durchgeführt haben, durch die langfristige Einkaufsstrategie. Das hat sich jetzt für mich ein bisschen so angehört, wie wenn das dicke Ende noch bevorsteht. Denn wenn die Preise so hoch bleiben, dann wird natürlich auch irgendwann der Einkaufspreis auch für die in Zukunft liegenden Perioden höher werden, wird das Hedging teurer werden. Jetzt meine Frage, haben Sie jetzt schon darüber nachgedacht, wie Sie das abfedern wollen? Sind Sie schon dabei, die Abschlagszahlungen auch für Ihre Kunden anzupassen? Oder ist das noch nicht geschehen? Und wenn das noch nicht geschehen ist, wäre meine Frage, wäre es nicht sinnvoll, auch die Abschlagszahlungen bereits jetzt schon zu erhöhen, damit es eben nicht zu diesem dicken Ende kommt, dann Ende des Jahres, wenn dann die Nachzahlungen kommen für die Betriebskostenabrechnung, für die Stromabrechnungen und zusätzlich noch dann die höheren Abschläge. Das wird für den einen oder anderen dann wirklich zu einer Belastung, die dann wirklich nicht mehr auszuhalten sein wird. Und dann meine Frage auch an den Senat im Anschluss an das, was die Kollegen auch schon gefragt haben. Wenn es jetzt zu einem Gasembargo kommen sollte, Herr Senator, wie würden Sie denn die Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft quantifizieren? Man hört von den Wirtschaftsforschungsinstituten auf Bundesebene zwischen 3% und 6% Minus beim Bruttosozialprodukt. Wie würde sich das in Berlin niederschlagen? Wie würden Sie das einschätzen? Und wie würden wir in Berlin mit dieser Situation umgehen? Auch der Kollege Wolf hatte das ja gefragt mit der Kontingentierung. Wie weit sind Sie da im Haus? Welche Szenarien haben Sie da aufgebaut? Und vielleicht einmal ganz grundsätzlich zu der Frage, wenn Energiepreise teuer bleiben sollten, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, die einzige Antwort, die es hier langfristig geben kann, ist einfach ganz klar die Reduzierung der Steuern auf Energie. Alles andere führt dann nicht weiter. Also sowohl die Subventionierung einzelner Verbraucher als auch Kontingentierungen sind ja keine Antwort in einem marktwirtschaftlichen System, die langfristig tragfähig wäre. Langfristig tragfähig wäre nur, dass der Staat sagt, ja,
wir reduzieren den Obolus, den der Staat auf diese Energieträger erhebt. Wir reduzieren die Steuern, die Energiesteuern, aber vielleicht auch dann zum Teil die Mehrwertsteuer auf Energie, um die Belastung für die Verbraucher, aber auch für die Unternehmen zu reduzieren. Das ist die einzige sinnvolle und dauerhaft tragfähige Antwort. Alles andere ist ein Rumdoktern an den Symptomen. Darüber müssen wir uns klar sein. Und es gibt noch zwei langfristige Faktoren, die man an der Stelle auch mal erwähnen sollte, die auch schon langfristiger auf den Strompreis eingewirkt haben, die indirekter wirken, aber die auch eine Wirkung entfaltet haben. Das ist natürlich die Billiggeldpolitik der Europäischen Zentralbank, die EZB-Geldpolitik. Wir wissen alle, dass die internationalen Energiemärkte in Dollar abgerechnet werden. Und wir haben jetzt gerade erst gesehen, nach der letzten Pressekonferenz der EZB, als gesagt wurde, wir steigen nur langsam aus dieser Billiggeldpolitik aus, wie der Dollar wieder gestiegen ist und wie stark jetzt gerade in diesen Tagen auch der Euro wieder gefallen ist. Wir brauchen eine vernünftige Geldpolitik und eine stabile Währung. Auch das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung für stabile Energiepreise in Deutschland. Das müssen wir uns klar machen. Da gibt es nichts geschenkt. Und natürlich spielt auch das Thema Kernenergie eine ganz entscheidende Rolle. Kernenergie muss unserer Auffassung nach wieder eine Rolle spielen im Energiemix. Denn natürlich würde beispielsweise auch jetzt eine Verlängerung der Laufzeiten für die Kernkraftwerke, die jetzt noch am Netz sind, dazu führen, dass es eine Entlastung gibt, dass es ein zusätzliches Stromangebot gibt. Und ich denke, da sollte man nochmal drüber nachdenken, muss natürlich die Bundesregierung an allererster Stelle machen, ob diese Kernkraftwerke nicht noch länger am Netz gehalten werden können, gerade in der jetzigen Situation, um die Strommärkte zu entlasten. Da würde mich auch mal Ihre Einschätzung interessieren, Frau Busch, ob das doch ein bisschen Luft geben würde, auch auf der Angebotsseite. Herzlichen Dank. So, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Dann gehen wir in die Beantwortungsrunde und fangen dann mit dem Senat an. Herr Senator Schwarz, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Menge Fragen notiert. Teilweise haben die sich aber auch überschnitten. Ich fange mal an, eine Frage, die ich glaube, ich so an mehreren Stellen gestellt worden ist. Wie ist eigentlich der Mechanismus, wenn es zu Gassperrungen kommt oder auch zu einem Gasembargo kommt? Ich hatte das ja schon vorhin angedeutet, das ist ganz wesentlich in der Verantwortung des Bundes, das ist gesetzlich so geregelt. Wir sind jetzt sozusagen in der ersten Stufe von drei Stufen und wenn es zu einer Gasmangellage kommt, die vom Markt nicht mehr gehandhabt werden kann, wenn dazu die Einschätzung, dass das Bundeswirtschaftsministerium mit der Bundesnetzagentur kommt, dann greift die dritte Stufe und die bedeutet, dass es zu einer Kontingentierung kommt, auf die das Land Berlin aber gar keinen Einfluss hat, sondern die ausschließlich von der Bundesnetzagentur vorgenommen wird. Hier gibt es dann wieder gewisse Priorisierungen, vor allem, ich glaube, das ist das Wichtigste erstmal für die Menschen in der Stadt oder die Menschen in Deutschland, dass eine ganz klare Priorisierung bei den Haushalten liegt und bei der kritischen Infrastruktur liegt. Das ist gesetzlich so geregelt und die Aufgabe der Bundesnetzagentur ist jetzt die, und da arbeitet sie seit mehreren Wochen sehr intensiv dran, hat da auch kräftig Personal aufgestockt, dass sozusagen in unterschiedlichen Szenarien Kontingentierung vornehmen zu können, sich darauf vorzubereiten. Insofern gibt es hier vom Berliner Senat keine Aktivitäten, um sozusagen eine Kontingentierung vorzunehmen, weil es schlichtweg gar nicht in der Verantwortung des Berliner Senats liegt. Es gibt auch keine Einzelabfragen bei den Unternehmen. Das ist das, was die Bundesnetzagentur jetzt gerade macht. Und ich glaube, wir werden uns doch auch einig sein, dass Doppelabfragen bei Unternehmen nicht so sinnvoll sind, denn in der Regel, wenn dieselben Informationen abgefragt werden, dann freuen sich Unternehmen, wenn sie ein bisschen von Bürokratie entlastet werden. Es gibt diese Abfragen jetzt. Was es nicht gibt, und das ist eine der am meisten gestellten Fragen zurzeit, es gibt keine Reihenfolge, die uns die Bundesnetzagentur nennt, was die Abschaltungen anbelangt. Es gibt Tausende von Nachfragen von Unternehmen bei der Bundesnetzagentur, wo sie denn stehen würden in einer Reihenfolge. Ich glaube, auch hier ist es nachvollziehbar, dass die Bundesnetzagentur dazu
gar keine Antwort geben kann zurzeit, weil das natürlich abhängig ist von den Szenarien, die dann eintreten werden. Auch uns gegenüber kommuniziert die Bundesnetzagentur eine etwaige sozusagen Priorisierung von Unternehmen nicht. Was die Unterstützung der Unternehmen anbelangt, auch das ist abhängig, wir sind in einem dynamischen Prozess. Auch das ist abhängig von der Art und Weise, wie Wirtschaft betroffen ist. Das kann momentan keiner genau sagen, weil die Auswirkungen nicht oder auch, sagen wir, selbst die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen ja von sehr unterschiedlichen Zahlen aus, was die Betroffenheit anbelangt. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil es ein dynamischer Prozess ist. Nehmen wir zum Beispiel die Frage der Gasfüllmengen. Die war vor 2 Wochen deutlich geringer als jetzt. Jetzt ist sie höher. Also die Gasfüllstände bewegen sich, glaube ich, per heute oder per gestern um die 33%. Das war vor kurzem noch bei 26%. Wir bewegen uns jetzt verglichen mit dem Jahr 2021 auf einem höheren Niveau, wenn wir das sozusagen mit Frühjahr 2021 vergleichen. Also es ist ein dynamischer Prozess. Dazu tragen eben noch einige Maßnahmen bei. Da wird es auch davon abhängig sein, inwiefern man alternative Energiequellen und wie schnell man sie beschaffen kann. Beim Gas kennen Sie die Diskussion, was die Floating Terminals, LNG, für LNG anbelangt in Wilhelmshaven, aber auch an anderen Orten. Also insofern ist es ein sehr dynamischer Prozess und wir werden genauso, wie wir das auch bei den Corona-Hilfen gemacht haben, was ja am Anfang, wir erinnern uns, auch ein sehr dynamischer und schwer vorhersehbarer Prozess ist, werden wir das auch machen. Wir werden das morgen mit dem Bundeswirtschaftsminister und den Länderministern besprechen und ich bin mir sicher, dass die Qualität der Unterstützung, wenn hier einzelne Branchen notleidend werden, in einer Situation, was sie selber nicht verantworten können, dass nicht nur der Bund, sondern dass auch das Land Berlin dann passgenaue Lösungen finden wird. Wir werden allerdings, und das will ich hier auch ganz klar sagen, nicht sozusagen eine Kompensation für jede Energiepreiserhöhung schaffen können. Das wäre auch marktwirtschaftlich falsch, weil wir dann die notwendigen Preissignale nivellieren würden. Und das würde dazu führen, dass genau das nicht passiert, was wir uns ja wünschen, dass wir Anreize für Energieeinsparung setzen. Also insofern muss das sehr genau austariert werden und nicht mit der Gießkanne, sondern wirklich nur dort eher im Sinne von Bürgschaften oder auch Liquiditätsunterstützung, wenn Unternehmen schnell in eine schwierige Lage bekommen. Ich vertraue hier auch darauf, dass das passiert, was wir in der Berliner Wirtschaft auch während Corona erlebt haben, dass die Unternehmen auch flexibel auf die neue Situation auch unternehmerische Antworten finden. Es wird nicht alles nur der Staat richten können, sondern auch die Pandemie hat gezeigt, dass die Berliner Wirtschaft hier sich als überaus resilient erwiesen hat. Aber wir werden hier auch mit Unterstützungsmaßnahmen, wenn es notwendig ist, unter die Arme greifen. Natürlich, Herr Ströter, das Thema Embargo steht im Raum. Sie haben gesagt, wie vorsichtig sollte man damit umgehen? Ich würde sagen, super, super vorsichtig, weil natürlich eine plötzliche Einstellung von Gaslieferungen erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird. Und da reden wir jetzt nicht nur, Herr Greif, von den direkt betroffenen Unternehmen wie Ihrem Unternehmen. Das kann ich total nachvollziehen. Ich weiß, dass Wäschereien auch sehr energieintensiv sind. Sondern es hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft durch die Kaskadeneffekte. Wir sind, und das ist vielleicht auch nochmal eine Antwort auf Ihre Frage, wir sind mit vielen Branchen im Gespräch. Wir haben da regelmäßigen Austausch, um herauszufinden, wie die Betroffenheit ist. Sie ist zum Beispiel auch in der chemischen Industrie sehr stark, weil die sehr energieintensiv ist.
Die ist in der Metall- und Elektroindustrie stark, weil hier auch die auch Gas ein wichtiger Energieträger ist. Wir haben morgen auch wieder ein Branchentreff, wo wir uns da austauschen und nochmal die neue Situation auch bewerten und auch die Verbände informieren über sozusagen die Mechanismen, die dann greifen werden. Dann war die Frage, die Rolle des Stadtwerkes, Herr Ströter. Das, glaube ich, ist heute deutlich geworden, dass natürlich die Stadtwerke eine strategisch wichtige Rolle bei Fragen um die Energiewende herum spielen können. Insbesondere, ich habe mir das in der letzten oder vorletzten Woche bei Frau Dr. Busch auch noch erläutern können, ich weiß gar nicht, vorletzte Woche war es, glaube ich, weil die Stadtwerke hier nicht nur als eigener Produzent auftreten in Bezug auf Wind und Solar insbesondere, sondern auch ein wichtiger Partner ist für all diejenigen, die hier auch sozusagen selber als Player im Markt die Energiewende aktiv mitgestalten wollen. Herr Greff, zu den Unterlagen vom Bundeswirtschaftsminister, da haben wir keine bekommen gestern. Wir waren da auch vorher nicht informiert. Ich glaube, es ist auch ein bisschen relativiert. Da werden wir morgen bei der Wirtschaftsministerkonferenz sicherlich noch einiges mehr erfahren. So wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben, nach dem Motto, wir können ganz schnell sozusagen auf Energieimporte aus Russland verzichten, habe ich es jetzt nicht verstanden, was gestern da kommuniziert worden ist, sondern es bezog sich auf Öl und dann wurde sozusagen der Bereich Schwedt und PCK Schwedt auch nochmal gesondert sozusagen behandelt. Du sagst, da haben wir zurzeit keine Option. Das werde ich wahrscheinlich dann morgen nochmal etwas genauer erfahren. Aber es ist natürlich, ich glaube, das war auch die Frage von Ihnen oder der Wunsch, den Sie geäußert haben, Herr Greff, da sich mit Brandenburg eng abzustimmen. Also da bin ich mit meinem Kollegen Steinbach sehr, sehr eng, also auch gerade in Bezug auf Schwedt und die Folgen und auch die Alternativen, die wir zu Schwedt haben, da auch in engem Austausch, auch was die Betroffenheit anbelangt, zum Beispiel den BER, hatte ich vorhin kurz gesagt, da ist schon die Abhängigkeit reduziert worden und das geht jetzt auch weiter. Also da ist ein sehr enger Austausch, findet statt und ist auch wichtig. Übrigens nicht nur kurzfristig und aktuell, sondern auch bei all den energiestrategischen Fragestellungen. Wir hatten am Montag eine gemeinsame Sitzung bei uns im Haus mit dem Minister Steinbach und seinem Staatssekretär, wo wir ganz wesentlich auch über Energiefragen uns ausgetauscht haben und auch was Schönes, ein gemeinsames Projekt, das freut mich immer besonders mit Brandenburg, unsere gemeinsame Wasserstoffplattform, unseren Wasserstoffmarktplatz ins Leben gerufen in einer Online-Konferenz. Ich finde, das sind so auch wichtige Zeichen, weil, darf man nicht vergessen, Berlin ist keine Energieinsel, sondern wir sind ganz stark auch angewiesen auf eine gute gemeinsame strategische und operative Zusammenarbeit mit Brandenburg. Also da läuft der Dialog und auch gemeinsame Projekte, wie wir gesehen haben, sehr gut. Ja, insgesamt die Kontingentierung bin ich darauf eingegangen. Betroffenheit glaube ich auch. Da ist deutlich geworden, dass hier doch einige Branchen sehr betroffen sind. Aber wenn es denn wirklich eintritt, glaube ich, wird es kaum eine Branche geben, die nicht sozusagen von Umsatzeinbrüchen betroffen sein wird. Insofern komme ich nochmal auf die Frage von Herrn Ströter zurück. Wenn es irgendwie vermeidbar ist, sollten wir alles dafür tun, ein Embargo oder ein, jeweils kurzfristig, ein Embargo oder Gas, die Einstellung von Gaslieferungen aus Russland zu verhindern. Ja, vielen Dank, Herr Senator, für Ihre Beantwortung. Dann fahre ich mit den Anzuhörern weiter und Frau Dr. Busch, Sie beginnen wieder. Bitte sehr. Vielen Dank.
Ja, da beginne ich auch der Reihenfolge der Fragenden. Da würde ich dann mit Herrn Wolf starten zu Ihren drei Fragen. Wir produzieren aktuell ungefähr, oder haben installierte Leistungen im Bereich Wind von im Mai dann 68 MW und von PV haben wir jetzt aktuell 20 MW hier auf den Dächern Berlin installiert. Und das bedeutet, dass wir in der Tat ungefähr 50.000 bis 60.000 Haushalte damit direkt versorgen können. Sprich, bilanziell sind auch unsere 33.200 Kunden, die wir im Moment im Bestand haben, tatsächlich lokal erzeugter Ökostrom, weil der Strom sucht seinen Weg, bekannterweise so wie Wasser, den kürzesten Weg und fließt nicht nach Hamburg oder sonst wohin, wo andere Ökostromanbieter ihren Strom dann beziehen, sodass, wenn jemand natürlich auch sich bei anderen Konkurrenten anmeldet, Lichtblick, Naturstrom, EWS, ich will sie nicht alle aufzählen, dann ist das Strom, der von nicht Berlin produzierter Strom ist. Und das ist auch das, was Herr Taschner meinte, und das ist auch gleichzeitig die Antwort, kann ich schon vorwegnehmen, dass es eben hier bilanziell lokal erzeugter Strom ist. Sie hatten auch gefragt, ob erneuerbare Energie preisdämpfend wirkt. In Bezug hatte ich eingangs erwähnt auf die CO2-Zertifikate definitiv. Je mehr, wie gesagt, CO2-freier Strom im Netz ist, desto geringer sind die CO2-Preise für die Zertifikate. Dann hatten Sie gefragt hinsichtlich der Neukunden und Bestandskunden, warum wir denn überhaupt Bestandskunden erhöhen mussten, wenn wir doch vorgesorgt haben. Natürlich kann man also ein Bestandskunde ist ein Standardlastprofilkunde und Standardlastprofile kann man nur in einem gewissen Standard vorhersagen. Alles, was darüber hinausgeht, muss natürlich tagesaktuell an den Börsen beschafft werden. Sprich, wenn jetzt die Restmengen so teuer werden, wie sie werden, weil sie eben so stark angestiegen sind, beeinflusst das leider auch die Bestandskunden, weil man nicht zu 100% genau auf dem Punkt einkaufen kann. Bei den Neukunden sind aktuell ungefähr 5.000 mehr gekommen, als wir es geplant hatten. Wir hatten die Anzahl geplant für dieses Jahr, aber nicht, dass alle in den ersten Wochen kommen. Das hatte eben auch den Effekt von Pleiten und Insolvenzen von anderer. Die sind dann halt zu uns gekommen, sodass wir viel mehr Neukunden in kürzerer Zeit bekommen haben, die wir natürlich nicht so geplant hatten. Wir hatten eine ganz normale Verteilung von Neukunden gehabt, deswegen sind die Neukunden etwas höher im Tarif angesetzt worden als die Bestandskunden, weil wir da mehr Strom von der Börse direkt beziehen mussten. Und dann hatten Sie das Preisvergleichsportal erwähnt. Wir sind dort bewusst nicht präsent. Also wir hatten uns von Anfang an seit Gründung der Stadtwerke entschieden, dass wir eigentlich nachhaltige Kunden anwerben wollen und nicht so einen Preiskundenkampf mitmachen wollen mit Boni etc., sondern wir wollen mit unserem Produkt, lokal erzeugter, hier mit den Anlagen erzeugter Strom, unsere Kunden überzeugen. Und deswegen sind wir auch dort nicht verortet. Jetzt würde ich dann zu Herrn Taschner übergehen. Eine Frage von Ihnen hatte ich gerade schon erwähnt oder mit beantwortet. Die Ökostromqualität eben, dass wir eben die Eigeninvestitionen tätigen in diesen Bereichen und nicht nur Wind und PV, sondern auch natürlich Quartiersentwicklungen, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, wo wir sehr dezentral ja auch Energie erzeugen, zum Beispiel Wärme aus Abwasser als Thema. Mieterstrom ist per Definition schon immer günstiger per Gesetz. Das Energiewirtschaftsgesetz oder das KWK, ich weiß es gar nicht genau, wo es steht, sagt, Mieterstromkunden, sofern man den Zuschlag erhalten möchte, sind immer 10% unter dem Grundversorgungstarif anzusetzen. Insofern hat der Verbraucher da immer schon diesen reduzierten Preis. Und lokal ist es natürlich aktuell umso interessanter, weil natürlich der PV-Strom vom Dach ungefähr 30-40% ausmachen kann, je nach natürlich Jahresverlauf, das ist im Sommer teilweise sogar viel höher als diese 30%, aber im Durchschnitt übers Jahr gesehen haben sie diese 30% Eigenversorgung auf dem Dach und haben deswegen natürlich einen geringeren Anteil an Reststrom, den sie aus dem Netz ziehen müssen. Wir haben die Preise für Mieterstromkunden nicht angepasst. Und das Mahnverfahren, was Sie gefragt haben, das ist bei uns ein dreistufiger Prozess. Und wir haben tatsächlich auch, weil Sie auch nach bilingualen Ansprachen, was wir machen, was wir etabliert haben, beim Vorhandensein von Kontakten, ist es bei uns Usus, bei all den Mahnverfahren, die wir einläuten, dort zu versuchen anzurufen oder in Kontakt zu treten. Und um halt auch eine gewisse Schutzbedürftigkeit oder eine Härtefallproblematik überhaupt zu erkennen, das wissen wir ja gar nicht, um dann auch mit den Kunden im Gespräch zu erfahren, ob man zum Beispiel Stundungen erreichen kann oder auch, was wir auch tun, sind Ratenzahlungen zu vereinbaren und das eben im bilateralen Austausch und das ist wirklich ein Prozess, den wir immer versuchen einzugehen als allererstes,
sofern wir da also wirklich Daten haben, die wir verwenden können. Ansonsten hatte ich das Verfahren ja gesagt, dauert über 70 Tage. Das kann ich Ihnen auch dem Prozess gerne mal zukommen lassen, wenn Sie es im Detail interessiert, weil natürlich auch da bestimmte Wertgrenzen definiert sind und so weiter. Dann hatte ich noch mir notiert bei Herrn Dr. King. Sie hatten mich gefragt, ob auch die Berliner Stadtwerke bei den Energieforen eingeladen werden. Ja, das sind wir. Und ich war auch persönlich schon an einem dieser Foren. Und wenn ich kann, mache ich das auch. Aber ich muss sagen, inzwischen gehen auch ab und an meine Fachkollegen zu diesen Foren, um dort teilzunehmen und informieren mich im Anschluss an Ergebnisse. Also sofern die Zeit erlaubt, gehe ich da auch gerne selber hin. Dann als letzten Fragenden Herrn Trefzer von der AfD. Sie hatten mich gefragt, ob wir nicht die Abschlagszahlungen schon mal sozusagen prophylaktisch erhöhen würden sollten, also ob das bereits jetzt eine gute Idee ist. Zum einen haben die Bestandskunden die Preisänderung haben wir zum 01.01. diesen Jahres durchgeführt. Sie haben also noch bis 01.01.23 sowieso eine Preissicherung und einige Kunden, die das abgeschlossen haben, sogar auf noch ein Jahr länger, 24 Monate Preisbindung. Da würden wir den Abschlag überhaupt nicht anpassen wollen. Und es sind natürlich auch zwei Argumente, die gegebenenfalls grundsätzlich dagegen sprechen, so etwas jetzt durchzuführen, weil wir das Verbrauchsverhalten noch gar nicht genau kennen, weil wir wissen und merken jetzt ja, die Haushaltskunden sind sensibilisiert und lernen ja auch, und es gibt überall Tipps, wie man besser seinen Energieverbrauch reduzieren kann, ob es beim Kochen, beim warmen Wasser oder sonst so ist. Insofern wissen wir gar nicht, ob auch das einen Effekt hat bezüglich der Menge, die unsere Kunden demnächst verbrauchen. Und das Zweite ist natürlich, was ich schon sagte, wir können ja die Preise überhaupt nicht sozusagen vorhersehen. Also in welche Richtung sollen wir den Tarifabschlag machen? Ist es wirklich nur nach oben oder finden wir eine Lösung im Ukraine-Krieg sehr schnell, weil irgendwelche Verhandlungen doch erfolgreich sind? Wenn das im Jahresmittel passiert, so können wir dann ja wiederum davon ausgehen, dass wir andere Einkaufspreise sehen. Also da bin ich im Moment nicht in der Lage, wirklich zu sagen, wo geht denn der Abschlag dann hin? Also deswegen würde ich davon absehen, weil natürlich das auch immer sehr aufwendig ist, Preisänderungsmitteilungen an die Kunden zu versenden. Dann hatten Sie mich, glaube ich, noch gefragt bezüglich der Atomkraftwerke, ob man dort diese länger laufen lassen sollte. Da muss ich sagen, wir bei den Stadtwerken sind per Satzung ja ein 100% erneuerbares Unternehmen. Deswegen ist das eine Frage, die für mich sehr diffizil ist zu beantworten. Ich kann da vielleicht Herrn Habeck zitieren, der sagte zumindest, dass jede nicht verbrauchtes Gasmolekül hilft, die Angebotsseite sozusagen zu entlasten. Insofern würde wahrscheinlich dann auch die AKWs darunter zählen, die bekanntermaßen ja sogar auch CO2-neutral produzieren. Ich möchte hier aber keine Position vertreten, dass ich hier das unterstütze. Ich kann das auch nicht bewerten, dafür bin ich gar nicht Fachfrau genug, um über Atomkraftwerke pro und contra hier zu diskutieren, aber ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung, die dann auch vom Bundeswirtschaftsministerium getroffen wird. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gab es dort schon eine Bewertung, die vorgenommen wurde und die das eher negativ gesehen hat. Aber da möchte ich dann darauf hinweisen, dass es bei mir nicht die richtige Adresse ist. So, ich glaube, damit habe ich sämtliche Fragen, die an mich gerichtet waren, beantwortet und bedanke mich. Vielen Dank, Frau Dr. Busch. Dann freue ich Sie für zur Beantwortung. Vielen Dank für Ihre vielen Fragen. Ich hoffe, ich habe sie alle aufgeschrieben und versuche sie auch alle zu beantworten. Falls ich jemanden vergesse, bitte melden. Dann ist es keine Absicht, sondern vielleicht etwas untergegangen. Frau Lüttke, Sie hatten am Anfang gefragt, wie unsere Energieschuldenberatung finanziert ist. Also erstmal herzlichen Dank, dass wir diese Energieschuldenberatung haben. Also das freut mich wirklich sehr, dass wir an dieser Stelle den Energieschuldnern, den Menschen, die von Energieschulden und Energiesperren bedroht sind, helfen können. Seit 2018 haben wir diese Förderung. Wir sind auch schon einmal aufgestockt worden und mittlerweile sind es vier Damen in Teilzeit, die zusammen drei Vollzeitstellen ausmachen und die dort die Beratung durchführen.
Ich fange jetzt ein kleines bisschen, ist ein bisschen unglücklich, dass ich jetzt gleich so ein bisschen anfange zu jammern an der Stelle, aber wenn man mich nach einer Förderung fragt, dann muss ich das auch so ein bisschen antworten. Wir sind als Projekt finanziert. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt haben, aber jeder kennt das, ein Projekt hat in der Regel einen Anfang und ein Ende. Das ist immer schwierig. Also das bedeutet für uns, die Kolleginnen, die dort arbeiten, sind auch mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen unterwegs und warten immer drauf, dass wir die nächste Förderung bekommen und das nächste Projekt bekommen. Deshalb habe ich mit Begeisterung gelesen im Koalitionsvertrag, dass da was von Verstetigung der Energieschuldenberatung steht. Also das würde, ja, die, die mich ein bisschen länger kennen, schmunzeln jetzt, genau. Aber das ist etwas, was ich immer gerne, ist blöd, wenn man es an der allerersten Stelle macht, aber wenn ich an erster Stelle gefragt werde, muss ich das jetzt auch gleich mal so anbringen, dass das wirklich ein großer Wunsch von uns ist, dass es da eine Verstetigung geben wird, soll, kann, darf, möglichst schnell, sodass die Kolleginnen, die da wirklich großartige Arbeit leisten, und Sie wissen, Sie merken es gerade alle, die werden gefragter denn je werden, dass wir denen auch eine Planungssicherheit geben können, dass sie dann auch wissen, im nächsten Jahr arbeite ich auch noch bei der Verbraucherzentrale und kann die wichtige Arbeit durchführen. Das so zu unserer Finanzierung, aber ich glaube, ich muss noch ein kleines bisschen, wir hatten Energieschuldenberatung erwähnt, ich versuche mal so unser Beratungspaket darzustellen, denn ich freue mich auch sehr, Frau Elke, dass Sie unterbrochen haben, jetzt haben Sie das Wort, bitte sehr. Ja, tut mir leid, das nächste Mal gucke ich mehr auf die Uhr und dann weiß ich auch, worum es geht, genau. Ich glaube, meinen Wunsch nach Verstetigung der Energieschuldenberatung haben alle vernommen. Und ich will noch mal dort anknüpfen, wo ich da so aufgehört habe. Wie gesagt, aber ich wollte noch mal unseren Dreiklang im Prinzip beschreiben, den wir anbieten können in dieser Situation für die Verbraucherinnen. Und zwar nicht nur die Energieschuldenberatung, wie gesagt, ein ganz wunderbares Projekt, das wir haben, aber im Augenblick ist auch sehr, sehr, sehr gefragt unsere Kollegin aus der Energierechtsberatung. Ich habe auch alle beiden Kolleginnen mit dabei. Das sind die unterstützenden Personen, die vorhin genannt wurden. Ich hätte sie gerne hier mit hierher gebracht. Aber das darf nicht sein. Wir durften nur hier, Frau Busch und ich, zu zweit sein. Frau Dünder, unsere Juristin, die die Energierechtsberatung durchführt, und Frau Kraul, die Leiterin unseres Projekts Energieschuldenberatung. Und Frau Dünder, wie gesagt, führt die Beratung durch. Die ist mit im Augenblick die gefragteste Person, glaube ich, bei uns im Hause, weil es unendlich viele Menschen gibt, die einfach rechtliche Probleme haben. Und dort können wir helfen. Und wir haben noch ein drittes Standbein, unsere sogenannte Energiesparberatung. Das ist jetzt also für die Menschen, das haben wir jetzt gerade noch gar nicht so ganz erwähnt, das ist im Prinzip, da kommen dann alle vorbei. Also nicht nur die, die jetzt aufgrund die ihre Preise oder ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, sondern jeder ist, glaube ich, im Augenblick so, auch all diejenigen, die jetzt nur stöhnen und sagen, okay, ich kann es finanzieren, aber es ist nicht schön. Und was kann ich da tun, um da ein bisschen zum einen das Klima, aber auch das Portemonnaie zu schonen? Und da ist unsere Energiesparberatung die richtige. Dort kann man fragen bis zum energetischen Sanieren, bis zum Heizungsbau, aber auch, wo sind die kleinen Stromfresser im Haus? Und dann gehe ich auch schon gleich zur zweiten Frage über, wo Sie gefragt haben, Frau Lützke, wie wir damit umgehen mit der Beratungsnachfrage. Also bei der Energiesparberatung sind wir jetzt an unseren Grenzen angekommen. Da ist es auch so, das ist ein Projekt, das ist gefördert über das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und wir arbeiten dort mit selbstständigen Energieberatern zusammen. Ist ein bundesweites Projekt. Und Sie können sich vorstellen, Energieberater sind im Augenblick auch sehr, sehr, sehr gefragt. Also wir können die normale Beratungsanfrage abdecken. Aber wir haben jetzt gerade einen Aufnahmestopp, weil wir tatsächlich nicht mehr hinterherkommen, weil dort die Nachfrage so groß ist. Bei der Energierechtsberatung, ich hatte es gesagt, wir bieten Beratung an, und dort, wo wir dann aber nicht mehr alle mit der Einzelberatung erwischen können, führen wir auch Webseminare durch. Da sind bis zu 50 Teilnehmer dabei. Da gibt es dann Handouts, die den Teilnehmern dann auch hinterher zugeschickt werden. Wir haben Musterbriefe auf unserer Seite, wir haben Informationsmaterialien auf unserer Homepage.
Bei der Energieschuldenberatung hatte ich ja schon gesagt, wir versuchen auch weiterzugehen, Multiplikatorinnen zu schulen und auch Vorträge zu halten, um möglichst viele erreichen zu können. Und wir schulen uns auch untereinander. Also die Kolleginnen aus der Energierechtsberatung, in der Energieschuldenberatung, das sind Sozialarbeiterinnen, die dort tätig sind. Und die Rechtsberaterin oder die Juristin schult auch die Kolleginnen aus der Schuldnerberatung, sodass wir dann immer nicht von einem zum anderen verweisen müssen, sondern dass man dann an einer Stelle auch kompakt eine Information bekommt. Preisbeispiele wurden noch gefragt. Ich mache mal so ein Preisbeispiel. Also Preisbeispiele haben wir jetzt gerade im Augenblick von den Menschen, denen der Vertrag gekündigt worden ist und die sich einen neuen Anbieter suchen mussten. Und ich habe dann mal auch so nach Beispielen gefragt bei den beiden Kolleginnen. Das eine kam von der Kollegin aus der Energieschuldenberatung, die sagte, eine Frau, junge Mutter, alleinerziehend, Teilzeit beschäftigt und hat einen günstigen Energieversorger mit 5 Cent im Vertrag, wie sie meinte, zahlt im Jahr 1.900 Euro. Der Vertrag wird beendet. Sie fällt kurz in die Ersatzversorgung, sucht sich aber einen neuen Vertrag und zahlt jetzt im laufenden oder für das ganze Jahr 4.500 Euro. Also, und das ist jetzt mal ein Beispiel, wo es noch glatt gelaufen ist. Also 1.900 Euro, vorher waren es 5 Cent gewesen, dann kurzfristig in der Ersatzversorgung noch teurer, dann jetzt in einem Sondervertrag mit 12 Cent und ein paar zerquetschten. Also so mal als ein Beispiel, das sind 2.600 Euro, das sind im Monat mehr als 200 Euro. Das ist etwas, was jemanden, wie gesagt, alleinerziehend, Teilzeit beschäftigt. Da stellt sich wirklich die große Frage, wie finanziere ich das noch? Dann habe ich gerade auf dem Weg hierher von meiner Kollegin aus der Rechtsberatung einen Fall zugeschickt bekommen, wo sie meinte, es ist unglaublich, wie sich das Ganze dann steigern kann. Auch jemand, dem der Vertrag beendet wurde, dann automatisch in die Ersatzversorgung hier in Berlin gefallen bei der GASAG. Erst dachte sie, ach, sie bleibt da, ist nicht schnell genug auch rausgekommen. Es dauert auch in der Regel einen Monat, bis man da rauskommen kann. Und dann bekam sie erstmal einen Abschlag von 128 Euro, ich habe es noch aufgeschrieben, im Monat wurde ihr gesagt, und die Endabrechnung kommt dann nach 3 Monaten, wenn die Ersatzversorgung beendet ist. Sie hat sich dann trotzdem gekümmert und ist einen normalen Tarif oder einen anderen Tarif gewechselt und hat dann sage und schreibe eine Schlussrechnung von der GASAG bekommen vom 3.12. bis 4.1. von 1.242 Euro. Ja. An der Stelle schluckt man, 128 war vorher der Abschlag gewesen. Das Problem war, sie hat, als sie dann gewechselt ist von der Ersatzversorgung in den nächsten Tarif, ihren Zähler abgelesen. Aber als ihr Vertrag eingestellt worden ist, hat sie das nicht getan. Ich habe vorhin mal gesagt, Verbraucher aufklären, liest euren Zähler ab. Ja? Übernehmt die Kontrolle, das ist wirklich was ganz Wichtiges im Augenblick, Zähler ablesen, sodass sie rückwirkend geschätzt worden ist. Wir haben uns dann eingeschaltet, der Netzbetreiber hat dann noch mal korrigiert, nachdem wurde so hoch, konnte der Verbrauch nicht sein. Und dann waren es noch 417 Euro gewesen. Aber auch für einen Monat ist immer noch eine ganze Menge. Aber wenn sie nichts gemacht hätte, hätte sie wirklich 1.242 Euro bekommen für einen Monat. Also das sind alles so, waren jetzt nur, ich habe noch eine ganze Menge anderer Beispiele, um mal so eine Vorstellung zu haben, wie es die Verbraucherin im Augenblick trifft und welche Auswirkungen es auch noch haben wird für all die, die jetzt nicht durch den Anbieterwechsel so damit konfrontiert sind. So, ich glaube, das waren Sie, Frau Lüttke. Herr Ströter, Sie hatten mich gefragt, wie es mit den Energiesperren aussieht und ob die jetzt schon zugenommen haben. Nein, bislang noch nicht. Das sagen meine Kolleginnen in der Beratung so. Aber sie vermuten oder sie führen das darauf zurück, dass alle Grundversorger noch damit beschäftigt sind, die Änderungen der Grundversorgungsverordnung vom 1.12.21 umzusetzen. Da hat sich immerhin einiges getan. Die Voraussetzungen für Energiesperren sind zum einen erhöht worden und auch solche Sachen, die wir vorher versucht haben, im Forum durchzukriegen, dass auch auf Hilfsangebote verwiesen werden soll. Das ist jetzt alles gesetzlich geregelt. Insofern müssen Prozesse umgestellt
strikt werden und das dauert. Also man hat uns das immer gesagt, wenn wir gesagt haben, warum ist das noch nicht umgesetzt, dann hieß es immer, es dauert. Insofern gehen wir davon aus, dass auch diese Umsetzung im Augenblick noch dauern wird. Aber es wird kommen. Das prophezeien die Kolleginnen schon mal vor, auf jeden Fall. Wir haben auch schon festgestellt, weiß gar nicht, ich bringe es mal gerade hier an, wie sich die Beratungsanfrage verändert. Also bisher war es immer so gewesen, 85% waren Anfragen zu Strom gewesen und 15% zu Gas. Im ersten Quartal hat sich die Quote von Gas verdoppelt. Jetzt sind es schon 33% Fragen rund um das Thema Gas bzw. Energieschuldner, die von Gaspreisen betroffen sind. Dann, das hatten mich einige gefragt, das Thema unseriöse Anbieter. Ich kann immer nur sagen, da eigentlich müsste ich an dieser Stelle meiner Kollegin Frau Dünder, die die Beratungen durchführt, das Wort geben. Sie hat neulich auf einer Mitarbeiterversammlung referiert und dann findet sie kein Ende. Sie hat auch schon in diesem Ausschuss gesessen und hat da auch schon sehr viel gesagt, also damals noch zur Energieschuldenberatung. Also das ist ein ganz, ganz böses Thema. Also es sind einerseits die Anbieter, die tatsächlich die Verträge einfach so beendet haben im letzten Jahr schon. Manche sind in Insolvenz gegangen. Okay, dann geht man in Insolvenz. Aber es gibt auch Anbieter, die haben einfach so gesagt, wir stellen die Lieferung ein und das möglichst noch rückwirkend. Das geht nicht. Das ist unseriös, geht nicht. Sie hatten es schon gesagt, Herr King, weil Strom.io.de ist die Verbraucherzentrale Hessen dabei mit einer Musterfeststellungsklage, um da zu überprüfen, um das im Prinzip überprüfen zu lassen und einer Vielzahl von Anbietern natürlich nicht, sondern den Verbraucherinnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Sie hatten es auch gefragt, ob wir sowas planen. Nein, bislang machen wir noch keine Musterfeststellungsklagen. Wir haben jetzt mal gerade eine in Kooperation mit dem Bundesverband zum anderen Thema gemacht. Da müssen wir erst mal gucken, dass wir da zum einen personell, zum anderen finanziell ausgerüstet sind, um sowas durchführen zu können. Weil das ist, je nachdem, wie viele sich da melden, muss das gehandelt werden. Aber wir stehen dem aufgeschlossen gegenüber. Also wenn es denn was gibt, können wir uns auch durchaus vorstellen, sowas zu tun, müssten da bloß wirklich die Menschen dafür haben. Im Augenblick ist es so, die zu uns kommen, gerade mit den unseriösen Anbietern, wir beraten, Hilfe zur Selbsthilfe versuchen wir zu leisten. Das klappt nicht immer. Wir übernehmen aber auch die Rechtsvertretungen, sprich wir schreiben die Anbieter an und versuchen so, wie ich gerade zum Beispiel in einem Fall geschildert habe, zum Recht zu verhelfen. In diesen Fällen, zum Beispiel auch, wo die Versorgung eingestellt worden ist, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Natürlich, das muss gemacht werden. Das ist ein Vertrag, ist ein Vertrag, ja, und der muss eingehalten werden. Und der kann nicht jetzt gekündigt werden. Und es wird dann auch noch vermutet, dass vielleicht dann die Energiereserven woanders günstiger oder teurer verkauft werden, also wie auch immer. Ja, also da helfen wir durchaus weiter. Bis hin, das fällt jetzt nicht gerade in die Rubrik unseriöse Anbieter, aber wir haben uns alle mit dem Phänomen ja auch zu tun gehabt, dass die GASAG auf einmal unterschiedliche Tarife anbietet für Altkunden und für neue Kunden und ob dies denn überhaupt zulässig ist. Das ist etwas, das hat uns sich unser Bundesverband vorgenommen und startet da jetzt gerade einen Aufruf bei all den Betroffenen, die in die Grundversorgung gefallen sind und die sich dort melden können. Also das sind diese Instrumente, die wir haben, um gegen unseriöse Anbieter vorzugehen. Im Augenblick sind es Anbieter wie Strom.io.de, das waren die, die gekündigt haben. Jetzt im Augenblick sind es Primastrom, Vox Energie, die einfach die Menschen nicht aus ihren Verträgen rauslassen oder Preise erhöhen, obwohl es solche eine Preisgarantie gibt. Frau Busch hat es ausgeführt, es gibt eine Preisgarantie und dann ist der Preis garantiert. Und genauso muss man, wenn es Preiserhöhungen gibt, auf ein Sonderkündigungsrecht hinweisen. Auch das findet nicht statt. Also das ist ein, ich mache es mal kurz, die Arbeit geht uns nicht aus. Ja? Wir würden auch gerne an der Seriosität der Anbieter arbeiten, aber wir tun unser Möglichstes, um die Verbraucher zu unterstützen. Aber wir tun auch das gemeinsam, alle Verbraucherzentralen der Bundesverband, um gegen unseriöse Anbieter vorzugehen. Und irgendwer hatte mich gefragt zur Bundesnetzagentur. Wir schicken alle zur Bundesnetzagentur, ja? Weil wir werden permanent bei der Bundesnetzagentur vorstellig zu diesem unseriösen Gebaren. Dann wird dort uns immer gesagt, na, so viele haben sich bei uns noch nicht gemeldet. Und deshalb sagen wir, alle bitte melden bei der Bundesnetzagentur, um auch diese in die Pflicht zu nehmen. So,
Wir haben auch hier mal das Landeskartellamt angeschrieben zu den unterschiedlichen Tarifen bei der GASAG. Also wir sind rege unterwegs und gucken, was wir da als Verbraucherschützer tun können. Herr Taschner, Sie hatten mich gefragt, ach ja, genau, wie man denn, wenn man seinen, wenn der Anbieter einem einfach gekündigt hat, wie denn der weitere Weg ist. Also das Gute ist ja, haben wir alle mitbekommen, man steht nicht von heute auf morgen ohne Versorgung da, sondern man fällt in die Ersatzversorgung des Grundversorgers, der in unserem Fall dann nicht die Stadtwerke sind, sondern dann die GASAG ist, wenn es gerade um die Gaslieferungen geht. In der Ersatzversorgung kann man 3 Monate bleiben, dann fällt man, wenn man nichts weitermacht, kommt man in die Grundversorgung. Da gibt es die beiden unterschiedlichen Tarife oder man kann in andere Tarife wechseln. So. Da muss man dann auch sehen, inwieweit Bonitätsprüfungen vorher vorgeschaltet werden. Frau Busch hat gesagt, die Stadtwerke machen es zum Beispiel nicht. Es gibt mittlerweile auch schon einige Anbieter, die haben es dann in ihren AGBs drin stehen, nach dem Motto, wir erheben ihre Daten und sie können jetzt nicht dann in 4 Jahren wieder mit zu uns zurückwechseln, wenn sie einmal weggewechselt sind. Also das wird unter Umständen dann auch noch mal schwer gemacht. Aber das ist so das Prozedere, wie man wechseln könnte. So, ob die Verbraucher aufmerksamer geworden sind, ich würde es mir wünschen. Ja? Also ich glaube, viele merken es wirklich jetzt erst, vielleicht durch die Berichterstattung in den Medien oder wenn sie selber betroffen sind. Ja? Und für ganz, ganz viele wird wirklich das Erwachen kommen mit der Jahresabrechnung. Ja? Und da, manche denken dann vielleicht auch, trifft mich nicht oder wie auch immer. Oder, ach ja, da kommt das Preiserhöhungsschreiben. Ich kann nur jedem sagen, wenn so ein Preiserhöhungsschreiben kommt, gucken und dann im Zweifel von dem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und dann überlegen, ob man einen Anbieter wechseln kann. Also insofern würde ich mir wünschen, aufmerksame Verbraucher zu haben. Und das war auch das, was ich dann am Ende gesagt habe, eine Öffentlichkeitskampagne starten, eine Informationskampagne starten, wirklich solche ganz einfachen Geschichten wie den Zähler ablesen. Ich habe ja das Beispiel gehabt, wenn der nicht abgelesen wird, wird geschätzt und dann ist man auf einmal mit riesengroßen Summen dabei. Sie haben uns nach unserer Quote gefragt, genau wie unsere Quote ist, die meiner Kolleginnen, ich tue mal so, als würde ich das tun, die 3 Kolleginnen, die da oder die 4 Kolleginnen, die unterwegs sind und dort beratend tätig sind. Also Sie haben mir wieder versichert, dass Sie eine Quote immer noch um die 90% haben, wo Sie Energiesperren vermeiden können, auch unter anderem dank der guten Kooperation, die es jetzt mittlerweile gibt auf Landesebene und Hotlines und Rückrufmöglichkeiten. Die Quote ist immer noch sehr gut, aber manchmal kommen Menschen auch zu uns, wenn es dann halt schon sehr weit fortgeschritten ist und man dann einfach gar nicht mehr was tun kann. Ich darf Wünsche äußern zum runden Tisch. Verbesserungen, genau. Also der runde Tisch ist eine gute Einrichtung. Also wir sind froh, dass wir ihn haben und wir sind froh, dass auch alle da zusammen an einem Tisch sitzen und da hat sich schon viel getan. Wir gucken auch, denn wir hatten dann zum Beispiel direkte Kontakte, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir Probleme haben. Wir haben auch geguckt, dass alle anderen auch diese Kontakte und diese Ansprechpartner haben. Also nicht nur, dass die Verbraucherzentrale exklusiv, sondern auch Jobcenter oder Schuldnerberatungsstellen, dass es dort Ansprechpartner gibt. Das sind schon mal gute Möglichkeiten, die sich da entwickelt haben. Es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, die auch wirklich sich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was sie tun können. Insofern richtig gute Sache, dass sich auch alle kennen. Aber, jetzt kommt mein Aber. Erstens, es ist eine Freiwillige. Es ist ein alles, was dort besprochen wird, ist freiwillig. Ja, also wir sagen dann, ja, wir machen das. Und dann fragt die Kollegin, also wir moderieren, also die Projektleiterin moderiert das, wir organisieren, wir machen die Protokolle und wir fragen dann immer nach, wie weit ist es denn im Umsetzungsprozess dauert. So, wir können, das kann niemand, nicht wir, wer auch immer, keiner kann zu irgendwas gezwungen werden oder es kann auch keine Frist gesetzt werden, macht mal bis dann und dann irgendwas fertig. Ja? Es ist eine rein freiwillige Sache. Also das ist etwas, was wir uns wünschen würden, dass man zum Beispiel auch freiwillige Selbstverpflichtungen oder was auch immer dort aussprechen könnte, um ein Stück weiterzukommen. Genauso würden wir uns wünschen, Vertreterinnen der Senatsverwaltungen sind dabei. Hier aus dem
im Haus Energie, aber auch von Soziales oder von Verbraucherschutz. Ja, immerhin von 3 Senatsverwaltungen, aber es ist auch niemand in diesem Gremium, der dann auch mal was entscheiden könnte. Also wir würden uns da eine Arbeitsebene wünschen, die auch regelmäßig dort vertreten ist und dort auch Entscheidungen im Haus entweder treffen kann oder sie im Hause weitergeben kann, dass auch tatsächlich eine Umsetzung erfolgt. Wir stoßen, aber das kann jetzt keiner schnell ändern, immer auf die Grenzen Bezirk und Land. Ja, also da, ja, oder wie jeder Bezirk etwas anders macht, wie jedes Jobcenter etwas anders macht. Da habe ich jetzt auch keinen Vorschlag, wie man das machen kann, aber wo man auch selber nochmal sich zusammensetzt und guckt, wie kann man diese Bezirksgrenzen überwinden und zu einer einheitlichen Regelung für Berlin kommen. So, genau, ich glaube, jetzt habe ich schon mal mir einiges gewünscht, aber wie gesagt, es ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache, alle schon mal an einen Tisch bekommen zu haben, dass alle miteinander reden und damit alle ein Bewusstsein haben. Ich kann mich noch an die erste Veranstaltung erinnern, die wir gemacht haben im Abgeordnetenhaus, und da kam dann jemand von, da ging es um Energieschulden und Energiesperren, dann kam jemand von Vattenfall vom Forderungsmanagement, wo man dann sieht, dass es eine ganz andere Sichtweise auf dieses Thema ist. Da wurden Forderungen geltend gemacht und wir reden über Schulden und Energiesperren, und da, das ist das Gute, man hat ein gemeinsames Verständnis geschaffen. Genau, Härtefallfonds. Ach nein, also Vorbild habe ich da jetzt noch nicht. Großgedanken gemacht haben wir uns auch noch nicht. An dieser Stelle könnte ich auch noch mal sagen, was ich gerade schmerzlich vermisse. Wir haben diese 3 Beratungsmöglichkeiten. Die Kolleginnen sind voll damit beschäftigt, das zu tun, was sie gerade tun und beraten. Wir haben bei uns im Hause niemanden, zum Beispiel einen Energiereferent, der sich gerade mit dem ganzen politischen Geschehen beschäftigen würde oder den man mal auf solche Sachen dann gut ansetzen könnte oder Themen. Also Vorbild habe ich nicht, muss ich gestehen. Da habe ich eigentlich erwartungsvoll an die Koalition angeguckt, die das da so schön in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Ich werde mich auch gerne, morgen treffe ich meine Kollegin aus Bremen, wir sind immer im Austausch. Energieschuldenberatungen haben leider nicht alle Verbraucherzentralen, Rheinland-Pfalz, NRW, Bremen sind die, da sind wir auch in regelmäßigen Austausch. Ich werde es mal auch als Hausaufgabe mitnehmen, morgen meine Kollegin zu befragen, wie es denn mit dem Härtefall aus Bremen aussieht, welche Erfahrungen sie dort haben, und nehme das auch mal so ein bisschen als Hausaufgabe mit. Wenn wir da etwas beschleunigen, bewirken können, sind wir gerne mit dabei, aber einen Plan haben wir oder ein Vorbild haben wir auch noch nicht. So, Herr King, jetzt komme ich zu Ihnen. Ich glaube, ganz viel habe ich schon Ich gucke noch mal, was ich noch mal habe. Genau, das Fachforum und genau Wünsche, das habe ich schon. Härtefall hatte ich dann auch, die unseriösen Anbieter. Ich glaube, es möchte keiner, dass ich noch mehr dazu sage. Welche Menschen zu uns kommen? Bund. Ja, es sind... ja, es ist wirklich bunt, und es ist vielleicht noch etwas, was ich noch mal sagen möchte, weil dann häufig gesagt wird, ja, das sind ja die, die sowieso auch immer Schulden haben. Manchmal ja, sind es Schuldner, die viele andere Schulden auch haben, aber nicht unbedingt, wie zum Beispiel jetzt gerade diese Situation zeigt. Also Menschen, die bisher auskommen, ich nehme noch immer dieses Beispiel von der jungen Mutter, die alles selber gestemmt hat, aber 200 Euro im Monat mehr, wo sollen die herkommen? Ja? Und vorher war es das Thema gewesen, Nachzahlungen, jahrelange Schätzungen. Also wir haben auch viele, die wirklich aufgrund von Nachzahlungen in solche eine Podolie gekommen sind, wo sie sagen, ich kann meine monatlichen Abschläge kann ich zahlen, aber diese riesen Nachzahlung, die durch mehrere Jahre Schätzung entstanden ist, die kann ich nicht zahlen. Also das würde ich vielleicht noch mal so als Besonderheit sagen. Es sind wirklich Menschen, die vielfältige Schulden haben, aber es sind durchaus auch Menschen, die wirklich nur diese eine Position vor sich her oder mit sich rumtragen, die Energieschulden, und bei denen eine Energiesperre dann im Haus steht. Und ansonsten genau, wie Sie sagten, bunt. Es sind Menschen, die Sozialleistungen empfangen. Es sind Menschen mit kleinem und geringem Einkommen, bei denen es gerade so geht. Es sind Rentner, die bei uns zur Beratung kommen. Also es ist eine große Vielfalt, wie Berlin sie so bietet. So. Wünsche an das Fachforum hatte ich auch schon. Genau, auf die Stadtwerke hatte Frau Busch beantwortet. Und dann habe ich jemanden vergessen. Ich gucke noch einmal in die Runde. Ich
bin auch noch frei, wenn ich jemanden vergessen habe. Okay, dann habe ich alle die vielen Fragen beantwortet. Bedanke mich herzlich für die Fragen und auch für die Gelegenheit, dann an dieser Stelle mehr als 5 bis 7 Minuten reden zu dürfen. So, vielen Dank, Frau Elz, für die Beantwortung. Und dann, Herr Greif, hätten Sie das Wort zu Ihrer Beantwortung. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich gehe zuerst einmal auf die Frage von Herrn Taschner ein zu den Themen unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie, wir haben auch einen Fahrplan, wir haben eine Roadmap. Wir sind Unterstützer beim UN Global Compact. Wir messen seit 2015 unsere komplette Wertschöpfung anhand des CO2-Fußabdrucks nach Scope 1, 2 und 3. Wir, wie bereits vorhin erwähnt, nehmen an der Science-Based Targets-Initiative bei, die ja auch anhand des Pariser Klimaabkommens gekoppelt ist. Das heißt, dieses 1,5-Grad-Ziel wird runtergebrochen auf die Welt, auf Deutschland und dann auf unsere Branche, sodass dann und auf unser Unternehmen, sodass sich daraus eben auch unser 38% CO2-Einsparungsziel auf Basis 2017 bis 2025 ergeben hat. Und wie Sie schon sehen, also das ist jetzt nicht nur eine Floskel oder irgendwas, sondern wir sind da wirklich aktiv dabei. Klar, Maßnahmen, welche Maßnahmen haben wir natürlich? Wir wollen natürlich diese Einsparung auch generieren. Klar, eine der ersten Maßnahmen, die wahrscheinlich dann jeder bei diesem Thema machen würde, ist, wir haben eine Umstellung sofort auf Grünstrom vorgenommen, auch auf echten Grünstrom, da möchte ich auch nochmal Wert drauf legen, eine direkte Koppelung an ein Wasserkraftwerk. Dann haben wir natürlich Energieoptimierung in den Betrieben, neuartige energieeffiziente Waschverfahren. Wir haben Wärmerückgewinnungssysteme in unseren Betrieben. Wir arbeiten mit zum Teil Niedrigtemperaturverfahren, um da weniger Energie zu verbrauchen. Haben auch neuartige Energieeinsparungstechniken, die Sie auch bei uns in unserem Betrieb in Berlin-Schönhausen, Hohenschönhausen besichtigen können. Sind Sie alle sehr herzlich eingeladen dazu. Und wir haben natürlich einen Fokus, der in Richtung E-Mobilität geht. Also wir wollen unsere Flotte mittelfristig, das ist natürlich auch immer eine Zeit oder eine Frage der Verfügbarkeit, die ich auch vorhin schon erwähnt habe, und auch der Förderung von diesen Fahrzeugen natürlich da auch umstellen. Wir haben PKWs bereits, die in E-Mobilität laufen. Dann ein etwas kleinerer Batzen, aber es ist eine Symbolkraft. Geschäftsreisen machen wir nur, wenn sie nötig sind. Und wenn sie dann nötig sind, machen wir die auch grundsätzlich mit der Bahn und nicht, wie vielleicht der ein oder andere oder wie es auch früher war, mit dem Flugzeug von München nach Berlin, was ein absoluter Nonsens ist. Das haben wir sofort umgestellt. Und dann natürlich auch um die Lieferketten. Wir arbeiten ganz eng mit unseren Lieferanten zusammen, um unsere Produkte so zu entwickeln, dass sie grundsätzlich nachhaltig sind, aber natürlich auch in unseren Prozessen Energie einsparen. Ja, Umsetzung, Sie haben es angesprochen, PV-Anlage war bei uns immer ein Thema. Wir haben mit diesem Projekt begonnen, dann kam eben, und das ist leider dieses Thema, dass wir in der Corona-Krise dann natürlich auch nicht mehr diese liquiden Mittel hatten, aber nachdem wir jetzt rauskommen und natürlich jetzt auch der Drang bezüglich der Erdgas-Thematik, wir auch massiv jetzt auch in die Planung wieder einsteigen beziehungsweise auch schon Umsetzungen zeitnah vornehmen würden. Da gibt es natürlich auch Lieferzeiten und wie es halt auch so ist. Aber das ist schon unser Ausblick. Dann haben Sie uns nämlich angesprochen zum Thema, wie sehen wir die Zukunft? Was ist für uns der Zukunftsenergieträger? Klar, Wasserstoff, Strom. Aber eigentlich würde ich den Ball fast schon wieder zurückgeben in die Politik. Was die Politik, was ist der Energiestoff der Zukunft. Ist es jetzt Strom, ist es Wasserstoff oder gibt es noch einen dritten Energieträger? Weil wir natürlich jetzt entscheiden müssen, auf welches Pferd wir setzen, um dann natürlich das dann dahingehend auch zu investieren. Wenn wir jetzt dort hier eine falsche Entscheidung machen und sagen würden, wir setzen auf Wasserstoff und dann gibt es keine Verfügbarkeit von Wasserstoff, das wäre natürlich fatal. Deswegen, da würde mich auch aus der Politik interessieren, was für einen Plan gibt es und welche Versorgungssicherheit gibt es dann bei diesen Energieträgern.
Dann gehe ich weiter zu dem Herrn Gräf. Was kann die Politik tun oder was kann kurzfristig gemacht werden? Der allerwichtigste Punkt ist natürlich die Anerkennung der Systemrelevanz für unsere Branche, weil ich kann mir nicht ausmalen, wie Gesundheitseinrichtungen ohne hygienische Wäsche arbeiten können, wie bereits erwähnt, ein Energieversorger ohne seine Schutzausrüstung arbeitet, wie auch eben in Flüchtlingsunterkünften die Bettwäsche nicht mehr abgeholt wird. Und das sind alles solche Themen. Deswegen ist die ganz große Priorität, wir müssen die systemrelevant für uns, für unsere Branche, muss erreicht werden. Wie Sie auch schon angesprochen haben, definitiv sind wir keine margenträchtige Branche. Und so schlägt natürlich dann diese ganzen Steigerungen durch. Was wir auch von der Politik fordern, ist eine Entlastung der Energiekosten. Klar, EEG. Ich weiß nicht, gibt es noch die Möglichkeit, was mir aus grüner Sicht natürlich nicht passt, aber die CO2-Steuer nochmal zu verschieben oder auch da irgendwelche Gegenwirkungen zu machen. Klar, Steuerentlastungen, was auch immer in diesem Bereich. Also da das nehmen wir mit offenen Händen auf, um hier auch weiter arbeiten zu können. Genau, Sie hatten es ja, glaube ich, auch schon angesprochen, staatliche Unterstützungen, vergleichbar mit den Corona-Hilfen. Also alles, was, wenn es zu diesem Worst Case kommen sollte und wir wirklich kein Gas haben, wie wir da auch weiter und relativ unbürokratisch und kurzfristig unterstützt werden können. Ein nächster Schritt, den habe ich ja auch in meinem Plädoyer vorhin mitgeteilt, der Umstieg auf nachhaltige Technologie, vielleicht kann da auch noch mehr die Energie uns unterstützen, wie wir da auch schneller das Ganze umstellen können. So, dann den Herrn King. Hier ging es um das Thema, muss ich gerade noch mal schauen, Vorbereitungen auf das Embargo, wenn jetzt wirklich uns das Gas abgedreht wird. Gehen wir aber auch persönlich natürlich davon aus, was auch sehr schade ist natürlich, dass auch eine große Anzahl unserer Kunden natürlich davon betroffen ist und wir auch dahingehend einen großen Absatzeinbruch haben werden. Aber auch hier unsere systemrelevanten Kunden, das ist der allergrößte Hebel, da müssen wir dran. Und da würde ich auch jetzt nicht locker lassen, weil das ist so unser Notnagel, um unsere Branche hier weiter laufen lassen zu können. Ich möchte mal einen kleinen Einblick in unsere Prozesse geben. Also wir haben zum einen, nachdem die Wäsche gewaschen wird, gibt es zwei Möglichkeiten natürlich. Die Bettwäsche wird gemangelt oder in großen Mangeln, wie Sie es vielleicht kennen. Dazu wird Dampf verwendet. Dieser Dampf wird in einem Heizkessel generiert, der natürlich mit Erdgas läuft. Es ist die Möglichkeit, mit einem sehr hohen, kostenintensiven Aufwand diesen auf wiederum teures Erdöl oder teures Heizöl umzustellen, was mir persönlich aus den nachhaltigen Themen, die ich vorhin angesprochen habe, innerlich natürlich schmerzt. Aber bevor gar nichts passieren kann, würden wir diesen Schritt natürlich gehen und aber natürlich auch weiterhin mit einer massiven Kostenlast. Dann gibt es eben noch nach dem Waschen natürlich die Handtücher. Wenn Sie unsere Trockner sind fast ausschließlich mit Gas betrieben. Und ich meine, Sie werden es kennen, wenn man Handtücher zu Hause nicht trocknet, sondern vielleicht aufhängt, dann sind die auch nicht mehr ganz so flauschig. Wir haben uns auch schon mal Überlegungen gemacht, diese Handtücher auch zu mangeln, haben natürlich eine sehr bescheidene Qualität. Vielleicht kann man über solche Themen auch überbrückungsweise auch unsere Kunden weiter beliefern, aber es ist natürlich, das ist kein Dauerzustand und ist natürlich für unser Qualitätsempfinden eigentlich auch nicht tragbar. Wenn das dann wirklich alles zusammenklappen würde, dieses Kartenhaus, dann hilft nur noch die Kurzarbeit und da ist ja diese Differenz, die dann natürlich auch bei uns hängen bleibt. Und selbstverständlich auch die Fixkosten, wie erwähnt, haben wir 2015 diesen Betrieb in Hohenschönhausen etabliert mit einem sehr hohen Invest. Und diese Fixkosten müssten natürlich auch gedeckt werden. Und
Das bleibt auch bei uns hängen. Das ist massiv. Ich möchte nochmal betonen, jetzt auch für Berlin, es geht hier definitiv auch um, wir sind Arbeitgeber von 250 Berlinerinnen und Berlinern und haben dafür natürlich auch eine Verantwortung. Und leider sind wir auf einem Mindestlohnniveau und genau diese Mitarbeiter sind natürlich dann davon betroffen, auch von den Energiepreissteigerungen im Privathaushalt und könnten natürlich dann auch potenzielle Ansprechpartner für die Schuldnerberatung sein. Also das sollte man schon auch berücksichtigen. Und ein nächster Worst Case könnte sein, dass Kunden aus Berlin abwandern würden zu unserem Wettbewerb aus Polen, weil Polen, so wie wir es ja gestern mitbekommen haben, anscheinend keine, trotz Embargo, keine Gasknappheit hat, sodass dort wahrscheinlich dann auch weiter gewaschen werden können unter anderen Umständen, die wir haben und auch zu einem deutlich geringeren Personalkostenanteil. Und das würde uns allen, glaube ich, sehr viel schaden. Ich weiß nicht, ob es auch eine Möglichkeit gibt, hier nochmal den Spieß rumzudrehen und vielleicht auch, wenn ich nochmal eine Frage stellen dürfte an den Herrn Senator Schwarz. Wie sehen Sie persönlich die Chancen, dass unsere Branche, dass wir als Unternehmen die Systemrelevanz erhalten können? Und dann natürlich auch, Sie haben das Schreiben vom Estrel bekommen, wie Sie persönlich auch darauf reagieren und dort dem dortigen Verantwortlichen dann auch mitzuteilen, ja, es geht oder ja, es geht nicht. Und bitte, das wäre auch mein ganz großer Appell hier zum Schluss, nehmen Sie dieses Thema morgen in diese Sitzung mit den anderen Wirtschaftsministern der anderen Bundesländer, weil dieses Thema Systemrelevanz ist ein Riesenthema für uns. Und sonst haben wir wirklich ja, sehr, 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 sehr große Herausforderungen. Vielen Dank an dieser Stelle und ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Ansonsten gerne um Rückmeldung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Greif, für Ihre Beantwortung. Andere Fragen liegen mir jetzt nicht vor. Und andere Wortbeiträge. Ich würde jetzt dann den Senator fragen, ob er dazu Stellung nehmen will, was Herr Greif jetzt gesagt hat, auch mit dem Schreiben vom Estrel. Das müssen Sie aber dem Ausschuss dann erklären. Das mache ich gerne. Das Schreiben des Estrel ist vor, glaube ich, 2 oder 3 Tagen bei uns angekommen, ist also relativ frisch. Es wird beantwortet, aber in Bezug auf eine mögliche Priorisierung Ihrer Branche, was ich total in der Sache nachvollziehen kann, haben wir aufgrund des Notfallplans einfach als Land Berlin keinen Einfluss. Das hoffe ich auch nochmal, das sagen wir auch allen, viele sind da etwas erstaunt darüber, aber das ist ein Bundesgesetz und die dritte Stufe des Notfallplans gibt sozusagen diese Entscheidung und zwar ausschließlich an die Bundesnetzagentur. Ich werde aber gerne, Herr Greif, auch Ihr Petitum da nochmal mitnehmen und auch nochmal morgen in der Konferenz der Wirtschaftsminister darauf hinweisen, sich sehr genau anzuschauen, welche Branchen systemrelevant sind. Ich werde jetzt nicht Ihr Unternehmen nennen, dafür haben Sie wahrscheinlich Verständnis, aber mir war ein Punkt sehr wichtig, den Sie vorhin nochmal genannt haben, dass man in der Betrachtung der Priorisierung und in der Frage, was ist systemrelevant, natürlich auch die Zulieferer, und das ist ja Ihr Petitum, sich auch genau anschaut und das dann entlang sozusagen dieser Frage auch beantwortet. Wie das beantwortet wird, das kann ich nicht, dafür sind wir leider nicht verantwortlich. Und ich muss auch sagen, wir haben ja mit der Bundesnetzagentur auch viel gesprochen, momentan kriegen die natürlich ganz viele E-Mails und Anrufe und Schreiben, so ähnlich wie das, was vom Estrel gekommen ist, wo alle sagen, dass sie systemrelevant sind. Ne? Das macht die Sache nicht einfacher für die Bundesnetzagentur, das muss man auch sehen. Beim letzten Gespräch wurde mir auch gesagt, Sie haben kein einziges Schreiben aus der Wirtschaft bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, sie sind nicht systemrelevant und würden sich hinten anstellen wollen. Also ich will damit nur sagen, ich verstehe Ihre Sorge, ich kann die auch total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass Sie
so wie sie aufgestellt sind und bei dem, was sie sozusagen auch in Richtung alternative Energieträger und vor allem auch Einsparungen unternommen haben, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Die Entwicklung, die jetzt sozusagen aber sozusagen als Drohpotenzial vor der Tür steht, ist halt sehr schnell. Und da werden natürlich die klugen Maßnahmen, die Sie eingeleitet haben, wahrscheinlich alle nicht rechtzeitig helfen. Und da, wo sozusagen dann auch jetzt sind wir wieder bei dem Wort Überbrückung notwendig ist, im Sinne von auch Unterstützung, das unterstütze ich auch sehr. Und ich werde das auch morgen beim Bundeswirtschaftsminister ansprechen, dass wir hier, wenn es zu dem Fall der Fälle kommt, das Unternehmen dann eben auch in dem Sinne auch wieder unterstützt werden. Gut, vielen Dank, Herr Senator, dass Sie das auch noch beantwortet haben und noch mal dargestellt haben. Ja, weitere Fragen liegen, wie gesagt, nicht vor. Dann würde ich vorschlagen, dass wir bis zur Auswertung des Wortprotokolls vertagen und dann anschließend die Beratung abschließen, so wie wir das ja üblicherweise dann machen. Ist da Widerspruch? Das sehe ich nicht. Dann darf ich mich sehr herzlich bedanken bei Frau Dr. Busch, Frau Elz und Herrn Greif, dass Sie hier bei uns waren bzw. zugeschaltet waren und Ihre Auskunft gegeben haben. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Sie sind in Ehre entlassen sozusagen. Danke. Vielen Dank. So, ich würde vorschlagen, trotz der fortgeschrittenen Zeit, wir hängen ja immer wegen der Lüftungspause ja noch zusätzlich dran, dass wir den Tagesordnungspunkt 4, weil er einfach dazu passt, jetzt noch machen. Das hatten wir ja auch versprochen. Antrag der Fraktion der FDP 0060, Berlins Energieversorgung langfristig sichern und unabhängig gestalten. Und Herr Wolf, darf Sie bitten, Ihre Begründung zu machen. Bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. In Anbetracht der Zeit und doch der Umfang des Antrags würde ich vorschlagen, dass wir das dann vielleicht doch in einer anderen Sitzung machen, um hier der Diskussion Raum zu geben. Auch wenn das Thema gerade aktuell ist, geht es ja in dem Antrag nicht nur um kurzfristige, sondern auch um mittel- und langfristige Maßnahmen. Und ich denke, wir können es auch nach der Haushaltsberatung in dem nächsten Ausschuss beraten. Deswegen würde ich jetzt den Antrag stellen, dass entsprechend im übernächsten Ausschuss auf die Tagesordnung zu setzen und dann zu diskutieren mit ausreichendem Zeitrahmen. Vielen Dank. Gut, also das können Sie als Antragsteller immer, das ist ja Ihr gutes Recht. Ob das im übernächsten Ausschuss klappt, kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, ist nicht so einfach, weil wir eigentlich dann nach der Haushaltsrunde sicherlich wieder die Wirtschaftsthemen erst haben und nicht wieder Energiethemen, da werden Sie sich wahrscheinlich, will der Sprecherrunde nicht vorgreifen, möglicherweise etwas gedulden müssen danach. Gut, dann können wir feststellen, der Antrag ist für heute Punkt 4 zurückgezogen. Dann kommen wir zu Punkt 5 der Tagesordnung Verschiedenes. Dazu darf ich Ihnen mitteilen, dass die nächste, die siebte Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Betriebe und damit die zweite Lesung des Haushaltsplanentwurfs am Mittwoch, dem 11. Mai von 14 bis voraussichtlich 18.30 Uhr steht hier statt. Na, schauen wir mal. Bei einer zweiten Lesung kann ich Ihnen nicht zusagen vorher. Wir bemühen uns. Bezüglich der Tagesordnung der nächsten Sitzung schlage ich vor, dass wir in dieser Sitzung ausschließlich die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs behandeln und keine weiteren Punkte, auch keine aktuelle Viertelstunde, auf die Tagesordnung nehmen. Besteht dazu Einvernehmen? Das ist der Fall. Ich gehe davon aus, dass wir heute jetzt keine Sprecherinnen und Sprecherrunde machen, sondern das dann nach der nächsten Sitzung entsprechend machen. Dann haben Sie noch genügend Zeit, sich damit zu beschäftigen. Dem wird auch nicht widersprochen. Schließlich möchte ich Sie an die Abgabefrist der Änderungsanträge erinnern. Die Frist ist der Donnerstag, der 5. Mai um 12 Uhr, damit das sozusagen alles ordnungsgemäß auch noch bearbeitet und zugestellt werden kann. Gibt es Ihrerseits Punkte zu Verschiedenes? Ja, da meldet sich jemand kaum erkennbar. Wer ist das? Ja, ich wollte noch etwas dem Herrn Senator mitgeben, ein Anliegen aus der migrantischen Community. Sehr geehrter Senator, ein Berliner Kulturgut ist gefährdet. Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, droht aufgrund der steigenden Inflation den von türkeistämmigen Migranten erfundenen Döner im Brot laut der Presse ein hoher Konsumentenpreis von 7,30 Euro. Das ist eine Steigerung von über 100% in kürzester Zeit. Vielen Dönerläden droht der finanzielle Engpass und die Schließung.
Die Berliner Zahlen liegen mir zwar nicht vor, aber in Deutschland gibt es mehr als 20.000 Dönerläden mit Riesenbeiträgen in die Staatskassen. Im Vergleich gibt es nur 1.500 McDonald's-Filialen. Gibt es geplante Maßnahmen, um der Welle von möglichen Schließungen von Migrantengewerbe entgegenzuwirken? Das ist keine Frage, sondern nehmen Sie das bitte mit, weil das an mich herangetragen wurde. Und vielleicht können wir da auch Lösungen finden, um das migrantische Gewerbe zu unterstützen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich konnte Sie hier von vorne nicht sehen, weil Sie verdeckt hinter den Dingern sind. Es ist nicht einfach in dieser Raumkonstellation jetzt im Augenblick. Danke, Frau Schmidt, dass Sie da mitgeholfen haben, dass ich ihn sehe. So, Herr Schwarz, wollen Sie dazu eine Stellungnahme abgeben? Ja, mir ist das Thema auch bekannt. Ich habe das auch über die Medien erfahren. Ich nehme das gerne mit ins Haus. Ich kann da jetzt keine Antwort drauf geben, aber ich nehme das gerne mit. Vielen Dank. Gut, dann haben wir den Appell aufgenommen und Herr Schwarz würde entsprechend dann beantworten. Dann frage ich jetzt nochmal, nach links und rechts gucken, sehe ich noch jemand, der zu Verschiedenen sprechen will? Das ist nicht der Fall. Dann ist die heutige Sitzung geschlossen und ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Danke sehr.